Wimpy's Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr für europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Yeah, Deutschland. Was ist los mit dir, Deutschland? Alles geht zugrunde, Mann, Alter. Yeah. Wie kann es so weit kommen? Deutschland. Es muss sich was ändern. Yeah. Yeah. Wir sind Sklaven des Staates. Sklaven der Bürokraten. Was für uns bleibt, ist arbeiten, sparen. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn ich Miete zu zahlen hab. Weil ich jetzt schon für ein paar Sneakers zu sparen hab. Ich muss Geld machen, ohne abhängig von anderen zu sein. Fuck, ich will es selbst schaffen. Yeah. Wir brauchen eine Revolution. Ich will Bestätigung dafür, dass sich mein Credo lohnt. Der Fakt ist, die Zukunft liegt in den Jugendlichen. Doch man sieht nur, wie sie selbst ihre Zukunft wählen. Ich halte nichts von Hartz IV. Der Staat lässt mich über Scherben laufen, als wäre ich ein Fakir. Ich hab kein Unternehmen, was soll ich unternehmen? Ich bin euch untergeben und werd untergehen. Fuck, dies hier ist der Untergang. Nicht nur für mich, für alle Menschen und unser Land. Deutschland, du gehst langsam zugrunde. Gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam ist dunkel. Du gehst langsam zugrunde. Gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam ist dunkel. Du gehst langsam zugrunde. Gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam ist dunkel. Du gehst langsam zugrunde. Gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam ist dunkel. Auf dieses Land, Mann. Wieso stehen denn hier 5 Millionen Leute vor dem Arbeitslosenamt? Ey, den meisten geht's nicht schlecht, aber bei vielen könnte es besser sein. Eure Gesetze und die ganze Scheiße fesselt ein. Ich kenn Glasticker, die müssen einwandern. Doch ein Kinderficker ist ein freier Mann. Überleg dir das mal, das ist einfach nur krank. Geh lauf in eine Sackkasse, dann weißt du, wo's lang geht. Ich bleib bei Verstand, denn will nicht so kentern wie ein arbeitsloser Säufer in den Billiglohnländern. Und glaub mir, war man 20 Jahre ab, es wird noch schlimmer sein, wenn man nicht langsam mal was macht. Diese Kids mit Kiffen und Pillen, Pappen aufwachsen. Ja. Jungs von mir, die Bons rauchen nach dem Aufwachen. Aber auch das kommt nicht von ungefähr. Ich glaub, das wäre anders, wenn dir alles gelungen wäre. Deutschland, du gehst langsam zugrunde. Gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam ist dunkel. Du gehst langsam zugrunde. Gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam ist dunkel. Du gehst langsam zugrunde. Gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam ist dunkel. Du gehst langsam zugrunde. Gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam ist dunkel. Von euch und das ist der Anschlag. What? Für euch fetten Schlipsträger im Landtag. Wieso macht ihr euch die Taschen voll, ha? Deren Kinder mit 15 eine Waffe wollen? No. Ich will keine Kinder haben. Guck, das Leben ist nicht leicht in diesen Tagen. Und mein Land guckt zu, wie es aufgeht. Jeder hat Angst, es wird Zeit, dass wir aufstehen, rausgehen und mit Steinen schmeißen. Fick die Polizei, schreien und Arbeit schmeißen. Ich kenn Leute, die müssen dealen, um zu leben. Yeah. Deutschland wird Ghetto und du spielst mit dem Leben. Ich bin nie allein, der Vorteil der Straße, ich bin nie allein. Doch ich bin froh, wenn ich abends wieder einschlaf, die Augen zumach und vergesse, dass es mein Deutschland. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam ist dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam ist dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam ist dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam ist dunkel. Und ihr Punks könnt mich gerne kritisieren, doch wenn ihr ehrlich seid, wäret ihr schon gerne so wie wir. Nimm die Sterne ins Visier, Homie. Denn wenn du denkst, du hast alles zu gewinnen, gibt es doch mehr zu verlieren. Shit, wir lesen täglich über Armut und Kriege. Und zu sagen, es war scheiße, wäre noch hart untertrieben. Wo ist in diesen Tagen die Liebe? Wir hoffen auf morgen, aber uns bleibt die Hoffnung verborgen. Ich geb nicht auf, denn ich scheiß auf die Medien. Ja. Weil die Pisser meinen, dass sie jeden Menschen einzeln überleben sind. Mich interessiert nicht, was Politiker reden. Sie haben nie was für getanes, neue Ziele zu geben. Ich scheiß auf SPD und CDU. Egal, wo ich jetzt noch stehe, es geht mir gut. Und ich brauche keine Leute, die erklären, was zu sagen ist, wenn 5 Millionen Menschen auf der Straße ohne Arbeit sind. Deutschland, du gehst langsam zugrunde. Gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam ist dunkel. Du gehst langsam zugrunde. Gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam ist dunkel. Langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam ist dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam ist dunkel. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network.
Hallo, das ist hier der Detlef von Wake News Radio und ich begrüße euch zur heutigen Sondersendung bei Wake News Radio zusammen mit United We Win Radiomarathon, den wir heute hier starten und das wird da so ganz super, weil wir haben ein langes Programm heute und ich weiß, ich werde auch hier bei Orky Talk mit simultan übertragen. Und das ganz klasse, alle herzlich begrüßt, die hier zuhören zu dieser Sondersendung, die wir natürlich hier anlässlich auch der Entwicklung, die wir hier erleben, durchführen wollen. So, und ich habe jetzt gerade erst den, muss ich nochmal checken, ob das funktioniert mit der Verbindung hier mit dem Dr. Werner Rannikow, den ich ja gleich hier mit drin habe. Und um das zu prüfen, muss ich gerade nochmal eben eine kurze Pause machen, damit wir das nochmal checken können. Also bleibt mal dran. Ich mache eine ganz kurze Musikpause hier und dann bin ich gleich wieder da. Eine Sekunde. Bis gleich. Hier ist der Detlef wieder von Wake News Radio und das ist klasse, dass ihr hier eingeschaltet habt. Wie gesagt, live ist immer das Spannendste, was es überhaupt gibt, weil man ja nie weiß, was passiert. Ne?
da haben uns auch schon mal die Schlapphüte dazwischen gegriffen. Ne? Aber die hören eh alle zu, weil wir es ja bekannt gegeben haben über das Thema, was wir heute eben sprechen wollen. Das ist natürlich hochinteressant, alles dann auch mitzukriegen, was hier bei uns gesprochen wird. Ja, und damit es nochmal für jeden klar ist, wir haben heute eine Sondersendung im Rahmen des United We Win Radiomarathons, was wir immer am zweiten Samstag eines Monats machen, wo wir weltweit übertragen und ganz viele Sender uns auch mitführen. Und das geht also den ganzen Tag, 24 Stunden fast, nee, ich glaube nicht ganz so viel, aber eine ganze Menge rund um die Zeitzonen hier in der Welt. Nachdem ich hier fertig bin, geht's dann auch auf Englisch weiter. Wer da Interesse hat, hier das Programm steht hier beispielsweise im Chatraum bei United We Strike drin oder bei Wake News Radio. Und United We Strike, da hat sogar noch einen dritten Chatraum hier, da ist der Link zu finden. Wer also da Interesse hat, kann sich das also anschauen, nicht? Zu finden ist das unter wakeness.net, Wakeness Radio. So, und was ich immer gerne mache, ich danke den Musikern, die mir hier Musik zur Verfügung stellen, und wir hörten also bevor der Sendung von danosongs.com The Savoy Drift und dann Alvin is Rumbling Beats mit Fire und dann klasse Rap-Song hier auf Deutsch von Crack Rocks Deutschland, ja, weil es hat ja heute auch ein bisschen was hier mit uns zu tun, und hier, ich habe hier zwischendurch nochmal schnell einen Song einspielen müssen, damit wir das hier hinter den Kulissen klären, mit Blue Devil Plane, auch von danosongs.com. Also klasse, herzlichen Dank. Wir haben jetzt heute die Möglichkeit, also mal über die Rechtslage zu sprechen hier in der BRD und natürlich Deutschland, was das alles auch für Konsequenzen hat, denn das Thema heute heißt Konsequenzen aus der BRD-Rechtslage für Europa und die Welt, und ich habe den Gast Dr. Werner Ratnikow jetzt hier drin. Ich habe gerade geschaut, dass er auch tatsächlich da ist. Er wartet hier, bis er gleich mit hier in die Sendung kommt. Bevor wir das aber tun, wollte ich als sagen wir mal Grundlage für unsere Diskussion auch nochmal den aktuellen Text der Presseveröffentlichung des Bundesverfassungsgerichts hier mit einlesen. Denn das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe von der BRD, die haben eine Pressestelle und die bringen also auch die Pressemitteilungen immer raus. Ich habe da extra auch nochmal angerufen die Woche, weil ich wissen wollte, ob die das auch auf Englisch haben. Nein! Ich war ganz erstaunt, dass ich... Da erkundigt sich einer nach dem Englischen, ja. Und dann habe ich selber versucht, das zu übersetzen, bin aber nicht fertig geworden rechtzeitig. Aber wir schauen, wir diskutieren das dann trotzdem im Laufe der dritten Stunde meiner heutigen Sendung von 15 bis 16 Uhr, wo ich das dann auch ein bisschen auf Englisch zusammenfasse. Also diese Pressemitteilung Nummer 58 von 2012, vom 25. Juli 2012 natürlich, ist zu finden auf der Webseite von bvefg.de unter Pressemitteilungen, bezieht sich auf das Urteil von der zweiten Kammer BVF 3-11 und BVR 2670-11 und 9-11. Das ist die zweite Kammer. Und da ist der Text Neuregelung des Sitzungsverteilungsverfahrens für die Wahlen zum Bundestag der BRD verfassungswidrig. Der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts, so heißt es, hat mit seinem heute verkündeten Urteil entschieden, dass das mit der Änderung des Bundeswahlgesetzes in Klammern BWG neu gestaltete Verfahren der Zuteilung der Abgeordnetensitze des Deutschen Bundestags gegen die Grundsätze der Gleichheit und Unmittelbarkeit der Wahl sowie der Chancengleichheit der Parteien verstößt. Dies betrifft zunächst die Zuweisung von Ländersitzkontingenten nach der Wählerzahl, in Klammern § 6 Absatz 1 Satz 1 BWG, weil sie den Effekt des negativen Stimmgewichts ermöglicht. Darüber hinaus sind die Grundsätze des Wahlrechts, der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der Parteien auch insoweit verletzt, als nach § 6 Absatz 2a BWG Zusatzmandate vergeben werden, und soweit § 6 Absatz 5 BWG das ausgleichslose Anfallen von Überhangmandaten in einem Umfang zulässt, der den Grundcharakter der Bundestagswahl als Verhältniswahl aufhebt. Der Senat hat die Vorschriften des § 6 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2a BWG für nichtig und die Regelung über die ausgleichslose Zuteilung von Überhangmandaten in Klammern § 6 Absatz 5 BWG für unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt. Es fehlt somit an einer wirksamen Regelung des Sitzzuteilungsverfahrens für die Wahlen zum Deutschen Bundestag,
BRD, wie gesagt, ne? So, die zuvor geltenden Bestimmungen leben nicht wieder auf, weil das Bundesverfassungsgericht sie mit Urteil vom 3. Juli 2008 in Klammern Bundesverfassungsgerichts 121,266 Gerichtsentscheidung ebenfalls für verfassungswidrig und nur für eine zwischenzeitlich verstrichene Übergangsfrist weiter anwendbar erklärt hat. Kommentar von mir, also schon seit 2008 ist das schon festgestellt worden. Ne? So, es geht hier weiter im Text. Über den Sachverhalt, der den drei miteinander verbundenen Verfahren zugrunde liegt, informiert die Pressemitteilung Nummer 28-2012 vom 7. Mai 2012. Sie kann auf der Homepage des Bundesverfassungsgerichts eingesehen werden. Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zugrunde. Römisch 1. Effekt des negativen Stimmgewichts. Bei den Wahlen zum Deutschen Bundestag darf die Verteilung der Mandate auf die Parteien entsprechend dem Verhältnis der Summen der Wählerstimmen im Grundsatz nicht dazu führen, dass die Sitzzahl einer Partei erwartungswidrig mit der auf diese oder eine konkurrierende Partei entfallenden Stimmenzahl korreliert. In Klammern Effekt des negativen Stimmgewichts. Solche widersinnigen Wirkungszusammenhänge zwischen Stimmabgabe und Stimmerfolg beeinträchtigen nicht nur die Wahlrechtsgleichheit und die Chancengleichheit der Parteien, sondern verstoßen auch gegen den Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl, da es für den Wähler nicht mehr erkennbar ist, wie sich seine Stimmabgabe auf den Erfolg oder Misserfolg der Wahlbewerber auswirken kann. Ein Sitzzuteilungsverfahren ist mit der Verfassung unvereinbar, soweit es solche Effekte nicht nur in seltenen und unvermeidbaren Ausnahmefällen herbeiführt. Paragraph 6 Absatz 1 Satz 1 BWG sieht vor, dass jedem Land ein nach der Wählerzahl bemessenes Kontingent von Sitzen zugewiesen wird, um die nur noch die Landeslisten der in dem Land angetretenen Parteien konkurrieren. Die Bildung der Ländersitzkontingente nach der Wählerzahl ermöglicht den Effekt des negativen Stimmgewichts, weil die auf das Land entfallende Sitzzahl nicht von einer von der Stimmabgabe feststehenden Größe, wie etwa der Bevölkerung oder der Zahl der Wahlberechtigten, bestimmt wird, sondern an die jeweilige Wahlbeteiligung anknüpft. Der Effekt des negativen Stimmgewichts kann immer dann auftreten, wenn sich ein Zuwachs an Zweitstimmen der Landesliste einer Partei nicht auf deren Zahl an Sitzen auswirkt, weil die zusätzlichen Stimmen für die Zuteilung eines weiteren Sitzes nicht ausreichen oder weil der Landesliste aufgrund des Erststimmenergebnisses bereits mehr Wahlkreismandate als Listenmandate zustehen. Wenn jedoch zugleich eine mit dem Zweitstimmenzuwachs einhergehende Erhöhung der Wählerzahl das Sitzkontingent des Landes insgesamt um einen Sitz vergrößert, dann kann der in diesem Land hinzugekommene Sitz auf eine konkurrierende Landesliste entfallen oder die Landesliste derselben Partei kann in einem anderen Land einen Sitz verlieren. Entsprechendes gilt umgekehrt. Wenn sich der Zweitstimmenverlust der Landesliste einer Partei auf deren Sitzzuteilungsergebnis nicht auswirkt, die damit einhergehende Verringerung der Wählerzahl aber das Sitzkontingent des Landes um einen Sitz verkleinert. Mit dem Eintritt derartiger Effekte ist immer dann zu rechnen, wenn, was mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, eine Veränderung der Zweitstimmenzahl mit einer entsprechenden Veränderung der Wählerzahl einhergeht, etwa weil Wähler der Wahl fernbleiben. Der Effekt des negativen Stimmgewichts kann nicht da etwa deshalb hingenommen werden, weil er sich nicht korrekt vorhersehen lässt oder von dem einzelnen Wähler kaum beeinflusst werden kann. Denn bereits objektiv willkürliche Wahlergebnisse lassen den demokratischen Wettbewerb um Zustimmung bei den Wahlberechtigten widersinnig erscheinen. Des Weiteren ist der Effekt des negativen Stimmgewichts keine zwangsläufige Folge einer mit der Personenwahl verbundenen Verhältniswahl in Listenwahlkreisen auf Landesebene unter Verzicht auf bundesweite Listenverbindungen. Der Gesetzgeber ist nicht daran gehindert, diesen Ursachenzusammenhang innerhalb des von ihm geschaffenen Wahlsystems zu unterbinden, indem er zur Bemessung der Ländersitzkontingente statt der Wählerzahl etwa die Größe der Bevölkerung oder die Zahl der Wahlberechtigten als Grundlage für die Bestimmung der Ländersitzkontingente heranzieht.
Römisch 2, Zusatzmandate. Die Vergabe von Zusatzmandaten nach § 6 Absatz 2a BWG verletzt ebenfalls die Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der Parteien. Die Regelung zielt darauf ab, Rundungsverluste bei der Zuteilung von Sitzen auf Landesebene im Rahmen einer bundesweiten Verrechnung auszugleichen, in Klammern sogenannte Reststimmenverwertung. An der Vergabe dieser zusätzlichen Bundestagssitze kann nicht jeder Wähler mit gleichen Erfolgschancen mitwirken. Denn durch die Reststimmenverwertung wird einem Teil der Wählerstimmen eine weitere Chance auf Mandatswirksamkeit eingeräumt. Diese Ungleichbehandlung ist nicht gerechtfertigt. Das vom Gesetzgeber verfolgte Ziel, Erfolgswertunterschiede, die durch die länderinterne Sitzzuteilung entstehen, auszugleichen, ist zwar von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden. Die Regelung ist jedoch zur Erreichung dieses Ziels nicht geeignet. Sie berücksichtigt nur einseitig die Abrundungsverluste der Landeslisten einer Partei und lässt deren Aufrundungsgewinne außer Betracht. Dadurch werden zwar die bislang ohne Stimmerfolg gebliebenen Stimmen unter Umständen mandatswirksam, die vergleichsweise größere Erfolgskraft der bislang übergewichteten Stimmen bleibt jedoch unverändert bestehen. Somit werden Zusatzmandate nicht zur Herstellung von Erfolgswertgleichheit, sondern in Abweichung hiervon vergeben. Die Regelung ist auch nicht geeignet, eine mit den Überhangsmandaten verbundene Verzerrung der Erfolgswertgleichheit auszugleichen. Römisch 3. Überhangmandate. Die Regelung des § 6 Absatz 5 BWG zu den Überhangmandaten verstößt insoweit gegen die Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der Parteien, als ausgleichslose Überhangmandate in einem Umfang zugelassen werden, der den Grundcharakter der Bundestagswahl als Verhältniswahl aufheben kann. Dies ist der Fall, wenn die Zahl der Überhangmandate etwa die Hälfte der für die Bildung einer Fraktion erforderlichen Zahl von Abgeordneten überschreitet. Das vom Gesetzgeber geschaffene Wahlsystem trägt, unbeschadet der Direktwahl der Wahlkreiskandidaten nach dem Verteilungsprinzip der Mehrheitswahl, den Grundcharakter einer Verhältniswahl. Denn durch die Anrechnung der Wahlkreismandate auf die Listenmandate der jeweiligen Partei wird die Gesamtzahl der Sitze so auf die Parteien verteilt, wie es dem Verhältnis der Summen der für sie gegebenen oder abgegebenen Zweitstimmen entspricht. Während die Erststimme grundsätzlich nur darüber entscheidet, welche Personen als Wahlkreisabgeordnete in den Bundestag einziehen. Übersteigt die Zahl der von einer Partei in den Wahlkreisen errungenen Sitze die ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehende Sitzzahl, so verbleiben die Sitze der Partei gleichwohl. Die Gesamtzahl der Sitze des Deutschen Bundestags erhöht sich in diesem Fall um die Unterschiedszahl, ohne dass ein erneuter Verhältnisausgleich stattfindet. Die Zuteilung von Überhangmandaten ohne Ausgleich oder Verrechnung behandelt Wählerstimmen im Sitzzuteilungsverfahren ungleich, weil dadurch neben der Zweitstimme auch die Erststimme Einfluss auf die Sitzverteilung im Bundestag gewinnt. Diese ungleiche Gewichtung der Wählerstimmen ist durch das verfassungslegitime Ziel, dem Wähler im Rahmen einer Verhältniswahl die Wahl von Persönlichkeiten zu ermöglichen, zwar grundsätzlich gerechtfertigt. Jedoch sind in dem vom Gesetzgeber geschaffenen System der mit der Personenwahl verbundenen Verhältniswahl Überhangmandate nur in einem Umfang hinnehmbar, der den Grundcharakter der Wahl als einer Verhältniswahl nicht aufhebt. Bei einem Anfallen von Überhangmandaten im Umfang von mehr als etwa einer halben Fraktionsstärke sind die Grundsätze der Gleichheit der Wahl sowie der Chancengleichheit der Parteien verletzt. Diese Größenordnung orientiert sich zum einen an dem nach der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages für den Fraktionsstatus erforderlichen Quorum von mindestens 5 von 100 der Mitglieder des Deutschen Bundestags und berücksichtigt zum anderen den mit der Neuregelung der sogenannten Berliner Zweitstimmen, in Klammern § 6 Absatz 1 Satz 4 letzter Punkt BWG, erneut bekräftigten Willen des Gesetzgebers,
den Einfluss der Erststimme auf die Verteilung der Listenmandate möglichst einzudämmen. Im Hinblick auf die Notwendigkeit, den Wahlen zu den kommenden Bundestagen eine verlässliche rechtliche Grundlage zu geben und dem Risiko einer Auflösung des Parlaments im Wahlprüfungsverfahren zu begegnen, hält der Senat es für geboten, die gesetzlichen Wertungen in einem handhabbaren Maßstab zusammenzuführen, an den der Gesetzgeber anknüpfen kann. Daraus ergibt sich eine zulässige Höchstgrenze von etwa 15 Überhangmandaten. Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Entwicklung bei den Überhangmandaten, deren Zahl seit der Wiedervereinigung deutlich zugenommen und zuletzt ein erhebliches Ausmaß erreicht hat, und angesichts der veränderten politischen Verhältnisse, die den Anfall von Überhangmandaten zunehmend begünstigen, ist mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass die Zahl der Überhangmandate den verfassungsrechtlich hinnehmbaren Umfang auf absehbare Zeit regelmäßig deutlich übersteigen wird. Der Gesetzgeber ist daher gehalten, Vorkehrungen zu treffen, die ein Überhandnehmen ausgleichsloser Überhangsmandate zu unterbinden. Ja, so, das war jetzt mal hier das Zitat von der Pressemitteilung. Das ist nachzulesen, nachher natürlich auch in dem Link, den wir zur Verfügung stellen für Sendung. Und ich höre schon im Hintergrund, dass der Dr. Werner Ratnikow hier sich zugeschaltet hat. Werner, bist du schon drin? Ich bin da, ja. Ja, fantastisch. Also, ja, du hast das vielleicht jetzt auch mitgehört oder mithören können und du hast es natürlich auch sicher vorher schon gelesen. Diese Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, der BRD, die hier also ein Urteil gesprochen haben, wo sie eigentlich etwas, was sie bereits in 2008 festgestellt haben, bestätigten. Wie siehst du das grundsätzlich? Und da wir ja über die ganze Rechtssituation der BRD sprechen wollen, sind wir natürlich sehr gespannt auch auf deine Ausführungen, deiner Sichtweise, was jetzt eigentlich hier in der BRD los ist, was die Konsequenzen sind für uns alle, die auch zum Beispiel aus dieser Entscheidung kommen und was wir eventuell auch tun müssen oder können, ja, um die Dinge hier wieder ins Lot zu bringen, denn wir alle wissen ja, dass etwas im Unlot ist. Und übrigens nochmal ein Hinweis für alle Zuhörer, ihr könnt hier während der Sendung gerne Infos, Kommentare, Fragen auch an den Dr. Werner Ratnikow reinsenden unter radio@wakeness.net. Natürlich, die Chaträume sind auch zu nutzen und das kann und soll natürlich auch später dann diskutiert werden, das keine Frage, und auch bei OkiTalk und wo auch immer ihr gerade seid. So, also das waren jetzt viele Fragen, soll ich es nochmal wiederholen oder was? Wie wollen wir es machen, Werner? Nee, es ist schon okay. Ja, prima. Also, wie gesagt, die erste Frage war, was hat dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe eigentlich für Konsequenzen für alle diejenigen, die jetzt hier zuhören, zum Beispiel aus der Bundesrepublik, aber natürlich auch weltweit, was hat das für Konsequenzen? Was bedeutet das in Bezug auf das Urteil, was das Bundesverfassungsgericht bereits in 2008 gesprochen hatte? Was ist da deine Sichtweise? Also grundsätzlich kann man dazu nicht sagen, die Sichtweise ist dies oder jenes oder man darf es nicht isoliert betrachten. Man muss den gesamten Umfang berücksichtigen, der sich unter der Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland abgespielt hat seit 1949. Und wenn ich die Stimmen vieler Juristen betrachte, die sich in einem gewaltigen Umfang zu diesem neuerlichen Urteil des Bundesverfassungsgerichts geäußert haben, sehe ich mich eigentlich darin bestätigt, denn es ist ja immer die persönliche Einschätzung subjektiv. Meine genauso wie die von anderen. Allerdings hört die Subjektivität auf, wenn man sich auf eine gewisse Form der Rechtsbasis einigt und bestimmte Begriffe einbringt, über die es sich lohnt, nochmal ganz klar nachzudenken. In diesem Sinne fange ich vielleicht mal so an. Im Jahre, wie du schon erwähnt hast, 2008, hat ja das Bundesverfassungsgericht ganz klar geäußert, dass das Bundeswahlgesetz
verfassungswidrig sei, dass es nicht der rechtsstaatlichen Ordnung entspricht und dass es also unwirksam ist. Und das im Grunde genommen, so klang es wohl da heraus, aus dieser Entscheidung keine Regierung gibt, die überhaupt lege artis ist. Man könne sie aber nicht einfach auflösen. Sie könne die auch ruhig weiterführen, denn irgendjemand müsste ja da sein, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten sinngemäß, die also darauf achten müssen, dass das Land weiter existiert und weiter seinen Pflichten und seiner Ordnung nachkommt. Zum Ersten frage ich mich, was hat man damit gemeint? Man hat natürlich genau im wesentlichen Punkt diese Überhangmandate gemeint. Ich denke, dass das gesamte Bundeswahlgesetz an sich eine Farce ist, hinsichtlich seiner Komplexität, hinsichtlich seiner Unübersichtlichkeit. Und was viel schlimmer ist, dass ja auch hier aus dem Zitat hervorgeht, welches du verlesen hast, oder aus diesem Presseartikel, das wirklich richtig geschildert wurde, dass man davon spricht, der Gesetzgeber hat. Wer ist denn der Gesetzgeber? Der Gesetzgeber ist doch im Grunde genommen genau die Fraktion, die Gesetze formuliert und sich aus dieser gebildeten Regierung heraus rekrutiert, die aber im Grunde genommen aufgrund eines nicht gültigen Wahlgesetzes, eines nicht rechtsstaatlichen Wahlgesetzes, eines verfassungswidrigen Wahlgesetzes diese Gesetze erlassen hat. Also rekrutiert oder folgert man doch ganz klar daraus, alles, was diese Bundesregierung, egal welche es war, bis jetzt veranstaltet hat in Berlin und früher in Bonn, kann doch gar nicht rechtens gewesen sein. Das heißt, weder diese Gesetze noch das, was dem Wortlaut des Bundeswahlgesetzes jemals entsprochen hat. Deshalb wage ich mal so weit zurückzugehen, dass ich sage, im Grunde genommen hebt dieses Gericht oder greift diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts so tief in die Rechtsfolge ein, dass man eigentlich daraus schlussfolgern kann, zu sagen, jedes Gericht in der Bundesrepublik Deutschland müsste jetzt eigentlich die Entscheidung in jedem laufenden Verfahren treffen, oder sagen wir zu weit über 90% der Verfahren, wir legen die Verfahren nieder und lassen diese Verfahren ruhen und werden für jedes Verfahren jetzt feststellen lassen, gemäß Artikel 100 des Grundgesetzes, ob denn diese Entscheidungen überhaupt verfassungsgerecht sind, die wir hier ansetzen, und ob es sich hier nicht um die Verletzung der Verfassung eines Landes oder des Bundes handelt. Der zweite Schritt ist der, wenn ich Richter wäre, das heißt ein Richter des Bundesverfassungsgerichts, hätte doch die Folge, zu der ich in dieser Entscheidung gekommen bin, für mich persönlich als Richter auch folgende Überlegung. Ich müsste mich fragen, was mache ich hier eigentlich und was bin ich hier eigentlich? Die Bundesregierung hat mich doch als Richter hier reingesetzt. Wobei ich als Randbemerkung nochmal erwähnen möchte, ganz, ganz klar und deutlich, ich frage mich noch heute, dieses Bundesverfassungsgericht, das ja seit seinem Bestehen, seit seiner Existenz sich schon als solches nannte, hat mir bis heute noch niemand erklären können, auf welche Verfassung dieses Bundesverfassungsgericht sich überhaupt so nennt. Denn wir haben Gott sei Dank einen Screenshot aus dem ersten Quartal 2010 von der Webseite der Bundesregierung, aus der ganz klar hervorgeht, dass das Grundgesetz keine Verfassung ist. Und komischerweise ab dem zweiten bzw. dritten Quartal 2010 geht aus dieser selben Webseite der Bundesregierung plötzlich hervor, es handelt sich hier um eine Verfassung. Wenn das Grundgesetz eine Verfassung wäre, und ich nehme die Präambel hinzu aus den 90er Jahren, dass das deutsche Volk sich Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben hat, dann frage ich mich erstens, das habe ich auch schon in anderen Interviews oder Besprechungen gesagt oder Sendungen, erstens, wer ist überhaupt vom Volk dabei gewesen?
Das Zweite, wie ist das Volk berechtigt, aufgrund des Artikel 43 Hager Landkriegsordnung, also einer kriegsrechtlichen Verordnung, überhaupt einen Beschluss zu fassen gegen sich selbst? Das ist nämlich die Folge des Grundgesetzes aufgrund des Artikels 43 Hager Landkriegsordnung. Das ist ein Witz. Und der dritte Punkt ist, dass der Richter sich fragen muss vom Bundesverfassungsgericht, was mache ich hier eigentlich? Ich habe doch im Jahre 2008 schon daran mitgewirkt, der Bundesregierung ganz klar zu sagen, das, was ihr gemacht habt mit euren Wahlen, ist nicht lege artis, es ist nicht legitim, es ist nicht rechtens, es ist verfassungswidrig, egal auf welche Verfassung ich mich jetzt mal beziehe. Jedenfalls ist die Aussage da, es ist verfassungswidrig und das, was ihr macht, ist unstimmig. Ihr seid im Grunde genommen keine ordnungsgemäß gewählte Regierung. Dann muss ich mich doch fragen, wenn eine Regierung vorhanden ist, die mich als Bundesverfassungsgericht eingesetzt hat, aus seinem eigenen Rechtsstatus und Rechtsverhältnis des BRD-Gedankens heraus und mich damit beauftragt oder eine solche oder in diesen Fragen Entscheidung zu treffen und ich habe diese Entscheidung getroffen, wie es dann möglich ist, dass man mich ignoriert in meinem Urteil und sagt, pass mal auf, ich sag's jetzt mal ganz einfach, du Bundesverfassungsrichter, du kannst meinetwegen urteilen und machen und tun, was du da willst, interessiert uns nicht, wir machen trotzdem weiter. Und das Interessante ist, ich will das mal auf einen ganz einfachen Nenner bringen, wenn Wahlen stattfinden, gehe ich davon aus, dass die Mehrheit siegt, die einfache Mehrheit. Nimmt man die Stimmen der Wählerschaft für die CDU, CSU und FDP, das heißt bezogen auf die jetzige Regierungskoalition, kann man im Internet nachlesen, das kann jeder für sich tun, dass die Gesamtheit dieser Stimmen nur 48, ich weiß es jetzt nicht genau, nach der Kommastelle, jedenfalls noch nicht einmal 49% betragen haben. So einfach ist das. Das heißt, die Bundesregierung in ihrem jetzigen Bestand hat noch nicht mal die einfache Mehrheit erreicht. Und da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und wenn es dann im 2008er Urteil heißt, bis zum 30. Juni 2011 hat die Bundesregierung das Bundeswahlgesetz auf den richtigen Stand zu bringen und Frau Merkel mit Gefolge hält es nicht für nötig und geht dann im Jahre 2012 in einer Nacht- und Nebelaktion hin und trifft eine Veränderung und nach außen hin dem Schein waren dargestellt, jawohl, wir haben jetzt ein neues Bundeswahlgesetz geschaffen und es hagelte an Klagen en masse beim Bundesverfassungsgericht, weil das, was man hier geboten hat, schon fast pervers zu nennen ist, weil es in seinen Aussagen noch viel schlimmer war als das, was das Bundesverfassungsgericht schon beanstandet hat. Dann darf man sich doch nicht wundern, wenn die Richter dann langsam in sich hineingekehrt, denkend und sehend sagen, also was hier passiert, ist eine Unverschämtheit und dafür gibt es jetzt eine schallende Ohrfeige und genauer die hat die Bundesregierung erhalten. Ja, das kann man ja eigentlich so ziemlich deutlich sagen. Die ersten Reaktionen von anderen Rechtsanwälten, zum Beispiel auch aus der BRD, waren ja erschütternd, ne, in dieser Beziehung, oder? Nicht nur das. Ich habe, nachdem dieses Urteil bekannt wurde, ich habe bei 1700 aufgehört zu zählen. Ich habe 1000 auf mehreren Bereichen, die ich online bin, um die 1600 E-Mails bekommen mit Anfragen, was ich denn jetzt empfehle, was zu tun sei für das deutsche Volk und so weiter und so fort. Ich habe diese Anfragen allesamt nicht eine einzige beantwortet, weil ich hinterher dicht gemacht und abgeschaltet habe, denn man hat mir eigentlich manche Dinge direkt zugemauert. Ich habe Faxe bekommen mit denselben Anfragen. Ich habe fast 200 Telefonanrufe bekommen. Meine Frau ist bald ausgerastet und durchgedreht und hat gesagt, Mensch, was geschieht hier eigentlich, was ist hier eigentlich los? Dass man fragte, ja, wie ist Ihre Meinung dazu? Sie müssen doch jetzt was tun. Und ich darf vielleicht die Gelegenheit hier über diesen Sender nutzen. Ich kann diese Frage in der Form gar nicht beantworten. Denn erstens, ich kann nicht sagen, was hier zu tun ist oder nicht zu tun ist. Ich habe keine Regierungsstellung, ich habe nichts zu sagen. Ich bin genau wie du, Detlef, als Journalist tätig mit dem Fachgebiet Staats- und Völkerrecht bei mir. Natürlich habe ich eine politische Meinung, aber du weißt, und das weiß auch der größte Teil der Zuhörerschaft, dass ich immer vermeide, politisch zu werden, weil Politik immer
an die Willkür der subjektiven Meinung gebunden ist. Und das möchte ich vermeiden. Ich möchte also rein sachlich ganz konkret Bezug nehmen auf das, was sich faktisch nachweisen lässt und was im Grunde genommen unstreitig ist, was nicht mehr diskutierbar ist. Nicht diskutierbar, das möchte ich dann zu der ersten Frage, die du stelltest, noch anschließen, ist zum Beispiel der Punkt, dass ich sagen muss, gemäß Artikel 100 des Grundgesetzes, ich darf das mal zitieren, Absatz 1, heißt es, hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen und, wenn es sich um die Verletzung der Verfassung eines Landes handelt, die Entscheidung des für Verfassungsstreitigkeiten zuständigen Gerichts des Landes, wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes handelt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen. Dies gilt auch, wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes durch Landesrecht oder um Unvereinbarkeit eines Landesgesetzes mit einem Bundesgesetz handelt. Ich denke, diese Aussage braucht man noch gar nicht zu kommentieren, nur welcher Richter hält sich daran. Die gesamte Richterschaft hängt, oder der größte Teil und Staatsanwaltschaften oder Staatsanwälte hängen als Mitglied in der größten berufsständigen Organisation der Juristen, nämlich dem Deutschen Richterbund, zusammen, der in aller Öffentlichkeit präsentiert, darüber haben wir auch schon gesprochen, wir sind exekutiv abhängig als Richter, wir wollen in die Selbstverwaltung, ich finde das schon mal gut, die Bezeichnung Selbstverwaltung, genau wie die Ärzteschaft aufgrund der Organspende gestern in die Selbstverwaltung wollen und was weiß ich nicht alle, jeder will in die Selbstverwaltung, nur was nützt die Selbstverwaltung, wenn diese an sich nicht beachtet wird oder wenn sie den Gesetzen nach nicht beachtet wird. Jeder, der in der staatlichen Selbstverwaltung ist, mit maßgeblichem Hinweis auf Paragraph 1 BGB, dass nämlich mit der Vollendung der Geburt die volle Rechtsfähigkeit eintritt, wird doch belächelt, die Polizei tritt Türen ein, die Polizei setzt sich darüber hinweg, erklärt die Bürger dieses Landes als Spinner, die Politik nimmt die Bürger des Landes nicht für voll und man sieht ja jetzt die Folge. Und ich sage ganz klar, nach meiner persönlichen Rechtsauffassung und nach Prüfung dieser ganzen Geschichte behaupte ich, dass nach meinem Rechtsempfinden von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, seit dem Jahre 1953 aufgrund der Unstimmigkeiten des Bundeswahlgesetzes sämtliche Entscheidungen, die der Deutsche Bundestag getroffen hat, rechtlich nichtig sind. Das heißt, das deutsche Volk hat jetzt die Möglichkeit, über Folgendes nachzudenken, nämlich darüber, dass es einen interessanten Satz gibt. Und dieser Satz lautet, und das gilt in jedem Lande, dieser Satz gilt in jedem Lande der Aussage nach, dass die Politiker die Diener des Volkes sind und nicht umgekehrt. Und ich empfinde es als eine Frechheit und als eine Unverschämtheit, was sich Berlin dort leistet. Und diese Unverschämtheit hat ja ihre Perfektion erreicht, seit Frau Merkel Bundeskanzlerin ist. Und die Aussagen, das muss man einfach mal feststellen, die Aussagen in der Presse, es sei mal wieder eine Umfrage gestartet worden und Frau Merkel sei als die beliebteste Politikerin des deutschen Volkes deklariert geworden oder was, halte ich für eine Farce. Und ich frage mich, was die allgemeine Presse betrifft, wie unverschämt und wie volksverdummend und wie verachtend und volksverachtend müssen diese Presseleute sein, die solche fingierten Umfragen überhaupt noch in die Welt setzen und dem deutschen Volk Glauben machen wollen, hier ginge etwas rechtens zu und auch Frau Merkel sei also diejenige mit dem Heiligenschrein. Ich möchte auf eines hinweisen und das in aller Deutlichkeit. Wir sind, und da kann man diskutieren, wie man will, wir befinden uns immer noch in einer besatzungsrechtlichen Abhängigkeit. Und solange wir uns in einer besatzungsrechtlichen Abhängigkeit befinden und das Grundgesetz im Jahre 1990, seit dem 18.07.1990, das kann man bitte nachlesen, ich glaube es war der 23. oder 26. September 1990, das Bundesgesetzblatt eindeutig ausgewiesen hat, dass der Artikel 23 rückwirkend ab dem 18.07.1990 aufgehoben bzw. weggefallen wurde und das war der Geltungsbereich des Grundgesetzes.
dass seit diesem Zeitpunkt, spätestens seit diesem Zeitpunkt, alles, was Politiker veranstaltet haben, auch in Richtung ESM, Europa, was den Euro, die Einführung des Euros betrachtet, das ist ja keine Währung. Jeder muss endlich verstehen, dass auf dem Geldschein ein C im Kreis ein Copyright ist. Die können drucken, was sie wollen, das ist eine Drucksache. Das hat mit einer ordentlichen Währung nichts zu tun, genauso wie der Dollar, der ja auch ein privatrechtliches Papier ist. Es ist ein wertloses Stück Papier. Und anhand der Überlegung, dass die Bundesrepublik jetzt hingeht und sagt, naja, man sollte wirklich überlegen, wie andere Länder, Finnland hat es glaube ich schon lange getan, ob wir überhaupt noch 1, 2 oder 3 Cent Stücke oder 5 Cent Stücke produzieren. Wenn man nämlich wirtschaftlich nachrechnet, stellt man fest, dass die Produktion und die Herausgabe oder Wert dieses Metalls höher ist als sein Zahlenwert. Das heißt also, sie machen miese und beuten das Volk aus bis zum geht nicht mehr. Das ist rechtlich unzulässig. Auch die Steuergesetzgebung. Ich habe gestern wieder so ein Ding auf den Tisch gekriegt. Da steht dann plötzlich von irgendeinem Finanzamt heißt es ja, die Umsatzsteuer oder nach der Abgabenordnung besteht die Steuerpflicht Paragraph 415 ab dem 1.1.1977 das beschlossen wurde und auch bestätigt wurde auch durch Unterschrift des damaligen Präsidenten Scheel. Das ist alles Kappe. Das Zitiergebot lässt man wegfallen. Darüber sprechen wir nicht. Artikel 19, Absatz 1, Absatz 2 Grundgesetz. Dass das Zitiergebot das zunichte macht und das in den Anfang der 2000er Jahre eine Novellierung war der Abgabenordnung, sodass ich mich auf die in 77 gegebene Unterschrift von Scheel überhaupt nicht überbeziehen kann, das vergessen wir einfach. Ich hatte vor einigen Tagen einen Anruf mit dem Kollegen vom Kollegen Volker Schöne. Sagt sicher jedem etwas, Polizeigewerkschaft des Landes Sachsen. Wir hatten ein sehr langes Gespräch über das Für und Wider des Handelns der Polizei. Natürlich kann ich auf der einen Seite verstehen, und das muss man alles im Zusammenhang mit diesem Urteil sehen, was da überhaupt gelaufen ist in Folge. Natürlich kann ich es verstehen, dass da Familienväter sind in der Polizei, dass die Ängste und Sorgen um ihren sozialen Status haben und so weiter und so fort. Aber ich frage mich Folgendes. Warum lassen sich Leute und Menschen davon abbringen, zum Beispiel die Vollmacht an die VSV, die man abrufen kann von der Webseite unter www.vereinigte-selbstverwaltungen.org, die Vollmacht ausstellen, an die VSV schicken, damit die Tat der Rücken der VSV gestärkt werden, hier endlich nach der Rechtsnorm vorzugehen und zu sagen, hier stehen Tausende, Zigtausende, Hunderttausende des deutschen Volkes oder meinetwegen eine Million dahinter. Die sagen, es ist jetzt Feierabend, immer nach dem Motto, die Politiker sind die Diener des Volkes. Und das Volk ist der Souverän. Und das Volk hat zu bestimmen. Und wenn dem Volk etwas nicht passt, dann hat das Volk die Macht und die Kraft zu sagen, für euch ist jetzt hier Feierabend. Und wenn 1 Million Menschen in Berlin eine Veranstaltung machen und Frau Merkel samt Gefolge auffordern, den Bundestag zu verlassen und eine Freistellung zu geben, dass ein ordentliches Parlament gewählt wird, eine ordentliche Volksvertretung mit übersichtlichen Gesetzen, mit Willkürhandlungen, die es zu beenden gilt und so weiter und so fort, dann ist etwas erreicht. Ich frage mich, wie kann das Volk diesen Schlaf schlafen? Wie lange soll das noch gut gehen? Es wird Geld gedruckt, beziehungsweise dieses Pseudogeld der Euro. Jeder kleine Mensch hat inzwischen verstanden. Und ich zitiere da mal den Bund der Steuerzahler, die in der letzten Ausgabe eine wunderbare Aufstellung gemacht haben, dass im Durchschnitt aufgrund aller Abgaben eines verdienten Euros dem Bürger auf der Hand, ich glaube so um die 48 Cent noch bleiben an Kaufkraft. Der Rest geht weg. Wahnsinn. Und wenn der ESM durchgeht, dann ist die Souveränität total weg. Oder wenn ich diese idiotische Entschuldigung, mir platzt jetzt langsam auch der Kragen, wenn ich diese idiotische Aussage eines Herrn Schäuble höre und die der Frau Merkel, die sich dem anschließt, ja, wir sollten das Grundgesetz jetzt vielleicht doch abschaffen und sollten eine Verfassung wählen. Dann gibt es einige Splittergruppen, die ganz eifrig dran sind und sagen, jawohl, wir müssen eine Verfassung wählen. Dann muss ich diese Splittergruppen fragen, Leute, seid ihr eigentlich noch normal? Wisst ihr eigentlich, was ihr da vorhabt?
Lest euch doch bitte den Artikel 146 Grundgesetz mal richtig durch. Da ist vom gesamtdeutschen Volk die Rede. Und wer ist denn das gesamtdeutsche Volk? Das gesamtdeutsche Volk sitzt nicht hier nur im Bereich der Bundesrepublik Deutschland. Es sitzt auch in den östlichen Gebieten, denn die DDR war ja nicht Osten, sie ist ja Mitteldeutschland. Wir wollen das jetzt einfach auch der Aussage nach richtig stellen, der Nomenklatur nach richtig stellen. Das ist Mitteldeutschland. Ostdeutschland, wenn ich von Ostdeutschland spreche, ist Ostpreußen, ist Polen oder die Bereiche, die von Polen heute verwaltet werden, die besetzt sind. Und dort leben noch über 1 Million oder noch ein paar mehr an Deutschen, die nicht hier in den Westen gegangen sind oder nach Mitteldeutschland. Und die gehören bitteschön zum deutschen Volk. Und die haben, wenn es um eine Verfassungsentscheidung geht, gefälligst mitzustimmen. Und nicht Bewohner der Bundesrepublik Deutschland, die sich zu einem großen Teil mittlerweile aus sogenannten eingebürgerten Ausländern rekrutieren und zusammensetzen, die uns auch noch vorschreiben wollen, wie es im November 2010 war, durch einen Parlamentarier, der aus der Türkei kam und 26 Jahre lang hier in irgendwelchen Landesregierungen rumgeflogen ist und rumgekreucht ist und dann plötzlich in Nordrhein-Westfalen aufschlug und dort vor dem Parlament, das kann auch jeder in YouTube, das ist mitgeschnitten worden, das kann man nachhören und sehen, dort vor dem Parlament gesprochen hat in Nordrhein-Westfalen, es gäbe ja in Nordrhein-Westfalen rund 10% an ausländischen Mitbürgern und da könnte es ja nicht sein, dass man in allen Gesetzen und Verordnungen im Namen des deutschen Volkes spricht, es müsste eigentlich heißen im Namen des Volkes, da war nicht ein einziger Parlamentarier, nicht ein einziger, der aufgestanden ist und hat gesagt, mein Freund, du kannst gerne hier, auch wenn du von der Bundesrepublik Deutschland einen seltsamen Pass bekommen hast mit zwei verschiedenen Bundesadlern, du kannst hier gerne deine Meinung kundtun, aber diesen kompletten Blödsinn, den du da von dir gibst, den kannst du vergessen und genau das wird hier nicht geschehen und wenn, dann gehen wir in die Diskussion. Hier wird das bestimmt, was dem deutschen Volke, das heißt den deutschen Staatsangehörigkeiten, Angehörigen zutrifft und nicht dem, der hier eingewandert ist und der vielleicht die deutsche Sprache spricht, aber nicht in der deutschen Sprache denkt. Und ich bitte, Folgendes zu beachten. Eine Sprache beherrscht man nur immer dann, wenn man auch in dieser Sprache denkt. Das heißt, ich kann noch so toll Englisch sprechen können. Wenn ich aber nicht in der Lage bin, dann auch in Englisch denken zu können, dann kann ich niemals Engländer sein oder Amerikaner. Ja. Verstanden? Und das hat ja auch nichts mit Rassismus zu tun, sondern es ist einfach eine Völkerrechtsdefinition, nicht? Einer Nation, oder? Ganz genau. Und das heißt, wenn ich in ein fremdes Land gehe, dann habe ich mich den Sitten und den Gepflogenheiten dieses Landes anzupassen. Und wenn ich in dieses Land gehe und sage, ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt in der Türkei leben möchte, dann habe ich mich den Gepflogenheiten und den Sitten der Türkei anzupassen. Denn zunächst komme ich als Gast dahin und wenn ich dort integriert werden will, dann muss ich mich auch dort mit den Gepflogenheiten des Landes auseinandersetzen und diese befolgen und kann nicht einfach sagen, also ich fange jetzt an hier, was weiß ich, was für Dinge zu machen. Es gibt kein zweites Land der Erde, in dem Immigranten dermaßen Rechte haben, die weit über das hinausgehen, welches die eigentliche Stammbevölkerung hat. Ich habe das selbst bei einem Bekannten erlebt in Dortmund. Der wollte in eine Parklücke einparken, hat dort ordnungsgemäß gewartet, ein Fahrzeug setzte raus, er hat geblinkt und wollte dort rein. Und was passiert? Er wird links überholt und es hat fast zu einem Crash geführt und eine türkische Mitbürgerin hat ihm fast den Kotflügel links abrasiert und saust in diese Parklücke rein mit aller Brutalität. Dann kam dieses Kopftuchgeschöpf raus und er ging auch raus und hat höflich gesagt, hören Sie mal, Sie haben das gesehen, ich habe geblinkt, ich warte hier seit ein paar Minuten, ich wollte in den Parkplatz rein und ich finde es nicht in Ordnung, dass Sie einfach den Parkplatz verlegen. Da hat sie gesagt, was, Sie machen das ja nur, weil ich Türkin bin, hat die Polizei gerufen und der Hammer ist, dass dieser Mann vors Gericht kam und wurde verurteilt wegen Verunglimpfung. Ja, was ist denn eigentlich? Sind wir hier. Oder wenn ich an den Vorgang Detlef Hegler denke, ich habe nicht umsonst den Artikel verfasst, dass man hier an die ehemalige Gestapo erinnert wird. Und jetzt will ich auf Folgendes hinaus.
Gehen wir zurück zu diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Bis heute konnte mir niemand erklären, ich will das jetzt endlich mal wissen, und da steht auch jedem Bürger dieses Landes zu, welche Verfassung meint das denn überhaupt? Nach welcher Verfassung ist dieses Bundesverfassungsgericht überhaupt jemals ins Leben gerufen worden? Ich habe zwar Staats- und Völkerrecht gelernt und habe das auch mal studiert, habe das auch mitbekommen, Gott sei Dank nicht in Deutschland, da wird man sowieso für blöd ausgebildet, sondern eben halt im Ausland. Ich habe in England studiert und da habe ich Dinge erfahren, von denen man noch nicht mal ahnt, dass sie überhaupt existieren. Also ich habe mir festgestellt, die ausländischen Bürger wissen mehr als wir, die es uns hier eigentlich betrifft. Aber vielleicht darf man mal auf Folgendes hingehen. Das Land Brandenburg hat geäußert über das Innenministerium und äußern lassen über den Pressesprecher, Reichsbürger sind gefährlich, sie sind eine Art rechtsextremistische Sekte. Finde ich hochinteressant. Mecklenburg-Vorpommern hat eine Dienstanweisung rausgegeben, das habe ich, glaube ich, in der letzten Sendung mal gesagt, wir haben die Staatsangehörigkeit Bundesrepublik Deutschland. Das finde ich ja interessant. Wo steht das denn, dass wir die Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland haben? Und jetzt auf Folgendes hingewiesen. Wir machen Wahlen. Ich will nur ein Beispiel geben. Die meisten Bundesländer sind ja Bundesländer, die eingerichtet wurden von den Alliierten. Nehmen wir zum Beispiel das Land Niedersachsen. Da liegt uns von der britischen Besatzungshoheit ganz klar in englischer und deutscher Sprache. Das ist immer links in der Muttersprache der Besatzer und rechts dann in der deutschen Sprache, dass dieser Militärgouverneur das Land Niedersachsen gegründet hat und wie das zu besetzen auszuführen ist. Genauso Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen wurde Anfang der 50er Jahre von der nordrhein-westfälischen Bevölkerung die Landesverfassung beschlossen. Die haben auch abgestimmt. Und mit etwas über 50% wurde dieser Verfassung zugestimmt. Und jetzt kommt etwas ganz Spannendes. Im letzten Artikel dieser Landesverfassung findet man dann plötzlich, dass Änderungen dieser Verfassung vom nordrhein-westfälischen Parlament vorgenommen werden. Jetzt frage ich mich doch, welche Hirnlosigkeit grassierte also damals in Anfang der 50er Jahre schon, so etwas zu verabschieden? Wozu soll ein Land, eine Bevölkerung eines Landes, eine Verfassung bestimmen, die aber jederzeit vom Landesparlament, mir nichts, dir nicht so, wie man das gerade gerne hätte, verändert werden kann? Das kann es doch nicht sein. Oder schauen wir uns mal die EU-Richtlinien an. Wenn man mit bestimmten Gesetzen hier nicht klarkommt, gibt man es an seine Vertreter nach Straßburg. Die bringen es ins Parlament. Es gibt ein EU-Gesetz, das reflektiert dann wieder auf die Bundesrepublik. Und dann heißt es so, vorher konnten wir das nicht machen, aber jetzt kriegen wir das Ding durch, egal was es ist. Und wenn dann irgendein Veto kommt, heißt es, ja, tut uns leid, das ist nicht von uns. Das hat ja die EU gemacht. Das hat die EU beschlossen. Ja, das kann es doch nicht sein. Und das sind alles, Dinge, diese konstruktiven Merkmale führen doch auf Folgendes zurück. Auch da nochmal, Politiker sind die Diener des Volkes. Entschuldigung, und verdammt nochmal, in aller Deutlichkeit, wenn hier im Lande jemand zu bestimmen hat, dann ist es nicht dieser unwirksam gewählte der Haufen, der in Berlin sitzt, der auch noch eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hat, weil es nämlich Stimmen gibt, und jetzt wird es richtig spannend, weil es Stimmen gibt, die immer behaupten, es gibt eine BRD-GmbH. Ich will das gerne noch mal ganz kurz erklären. Eine BRD-GmbH gibt es nicht und die hat es nie gegeben. Das wurde durch einen selbsternannten Hochkommissar für Menschenrechte, einem Herrn Selim Sürmeli, propagiert, weil er nicht verstanden hat, dass 2005 von dem Amtsgericht Darmstadt eine Klage abgewiesen wurde von einem Unternehmer, der gesagt hat, ich stelle den Antrag auf Insolvenz gegen die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, weil sie Geld von mir hat und nicht in der Lage ist, das zurückzuzahlen. Die zahlen ja auch grundsätzlich nicht zurück. So, und das bedeutet, dass man hier beachten muss, dass all das, was über diesen Weg abläuft, zurückzuführen ist auf ganz andere Abläufe. Mittlerweile liegt uns nämlich vor, dass es keine BRD gibt. Dieses Darmstädter Gericht hat einfach vergessen reinzuschreiben Finanzagentur GmbH, sondern die haben nur geschrieben Bundesrepublik Deutschland GmbH.
Und daraus meinte dann diese betreffende Person, ja, das ist jetzt eine GmbH. Nur er hat vergessen, eine GmbH muss eingetragen werden und sonst gar nichts. Und wenn sie nicht eingetragen ist im Handelsregister, ist sie keine GmbH. Jetzt kommt mir aber vor 14 Tagen was anderes auf den Tisch und wir haben das recherchiert und siehe da, es stimmt. Es gibt unter anderem eine Agentur Hoppenstedt. Diese Agentur Hoppenstedt führt auch Auskünfte über industrielle Einrichtungen. Und da stellt sich heraus, dass im Staate Columbia, Washington DC eine Meldestelle ist, in der eingetragen ist die Bundesrepublik Deutschland Corporation. Und diese Bundesrepublik Deutschland Corporation ist eingetragen nach dem US-SIC-Code. Und sie hat dort unter anderem die Nummer 8741. Und diese 8741, da ist so eine 1911er-Nummer, hochinteressant von der Zahl, sagt aus, dass diese Bundesrepublik Deutschland Corporation nichts anderes ist als ein Management Services und Division Public Administration. Das heißt, die Aufschlüsselung der WZ-Codes, die dahinter hängen, sagen aus, dass die Bundesrepublik Deutschland nichts anderes ist als zugehörig zu der Branche- und Gewerbehandelsrecht. Sie soll 65 Mitglieder haben, das heißt Konzernmitglieder, die leider nicht aufgeführt sind und die man gerne verdeckt hält. Und zurzeit laufen die Recherchen, um herauszufinden, wer diese 65 handelsrechtlichen Mitglieder sind. Das ist eine Hammerinformation, ne? Für viele ist das ja nicht so bekannt. Richtig. Und jetzt kommt noch der zweite Punkt, den wir aber schon länger wissen. Es gibt eine Liste, die man auch übers Internet erreichen kann, eine Veröffentlichung der UN. Und in dieser Liste sind alle Staaten der Erde aufgeführt, alle Länder aufgeführt, um welche es sich vom Status her handelt. Und dort ist eindeutig die Bundesrepublik Deutschland als NGO gelistet. Für jeden, der es nochmal hören muss und nicht verstanden hat, die Bundesrepublik Deutschland ist bei der UN nicht als souveräner Staat, sondern als NGO gelistet. Und das erklärt auch, jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesem Urteil vom 25. Juli 2012, dass sich die Richter doch mehr als dämlich vorkommen müssen, von einer Pseudoregierung eingesetzt worden zu sein, die überhaupt keinen Rechtsbestand hat. Und die deutsche Bevölkerung, Entschuldigung, ist so naiv und folgt auch allem, was da schön treu und brav ist. Gemäß dem Deutschtum, der Leithammel läuft vorne vor und blökt und die Hammelherde läuft hinterher. Das kann es doch nicht sein. Wahnsinn. Ich frage mich, warum der deutsche Michel jetzt nicht langsam mal wach wird, aber er scheint wach zu werden. Denn ich habe vor 4 Tagen war es, in den Abendnachrichten einer Fernsehsendung, war ARD oder ZDF, wurde die Aussage getätigt und die Mitteilung verbreitet. Man habe festgestellt, nach Aussagen der polizeilichen Institutionen, dass Polizei oder Polizisten immer mehr von Bürgern angepöbelt werden, dass sie verbal angegriffen werden und teilweise auch physisch, also dass man Handgreiflichkeiten demonstriert. Da würde ich mal Gedanken darüber machen, welchen Stand wir denn dann hier erreicht haben. Pass auf, Werner, wir gehen jetzt gleich in eine kurze musikalische Unterbrechung, um das auch mal so ein bisschen zu verdauen. Und da können wir dann vielleicht gleich in der nächsten Stunde ausführlich weiter darüber diskutieren, auch über das, was wir eigentlich machen können. Aus unserer Sicht vielleicht alle, die jetzt noch Fragen, Ansichten, Kommentare reinschicken wollen, ihr könnt das machen unter radio@wakenews.net. Und Werner, behalt den Gedanken, wir gehen jetzt in eine kurze Unterbrechung und sind dann gleich wieder vor euch da. Hier ist der Detlef vom Wake News Radio im Rahmen der United We Win Radiomarathon-Sendung, Sondersendung heute am 11. August 2012. Also bis gleich. Hi folks, this is Karen reminding you that the second Saturday of every month is our United We Strike, United We Win Marathon on unitedwestrike.com. UnitedWeWin.me, WolfSpiritRadio.com, and more links available on the sites. Join us. Add your energy to peaceful noncompliance by telling the multinational corporate banking system we refuse to go along with their program. We refuse to be accomplices for this day. And as we educate ourselves and as we grow, we will be able to be heard more and more until finally we strike. We boycott and we never go back. We go forward in
in justice and peace and honor and integrity. Power to the people through peaceful unity, the second Saturday of every month and every 15th. Spread the word. Thank you.
Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr für europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. So, hier ist der Detlef von Wake News Radio und wir sind hier in der zweiten Stunde unserer heutigen Sendung, Sondersendung im Rahmen des United We Win Radiomarathons, der hier noch die ganze Nacht bis sonntags früh hier noch laufen wird. Wer also Interesse hat, kann sich das gerne anhören. Ist natürlich dann nachher überwiegend auf Englisch und das Programm findet ihr, wenn ihr zum Beispiel auf meiner Seite wakenews.net, Wake News Radio geht, auf dem United We Strike Chatraum, das ist der in Rot eingerahmte, oder auch hier den da drunter, das ist noch ein kleiner United We Strike Chatraum, da könnt ihr das nachlesen. Ich gebe das nachher auch nochmal in nochmal so als Link teil mit hinein, gell? Und die heutige Sendung ist natürlich hochklassig wichtig und notwendig, dass wir über dieses Thema sprechen, denn wir haben heute das Thema der Sendung Konsequenzen aus der BRD-Rechtslage für Europa und die Welt, und wir haben schon in der ersten Stunde nicht nur die Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts Urteils vom 25.07. Bekannt gegeben, ich habe das vorgelesen, sondern wir hatten den Gast Dr. Werner Radnikow bei uns, der uns bereits hierzu dann seine Kommentare gab, und wir haben schon angefangen, darüber intensiv zu sprechen, und ich höre ihn schon im Hintergrund. Werner, bist du wieder drin? Ich bin wieder da, ja. Ja, super. Bevor wir jetzt weiter einsteigen, nochmal auch gerne die Bitte an unsere Zuhörer. Klasse erstmal, dass ihr da seid und eingeschaltet habt, weil es ist wichtig, dass ihr müsst uns helfen, dass wir diese Informationen und Nachrichten rauskriegen. Denn wir sind ja die neuen Medien, das heißt diejenigen, die jetzt hier eigentlich die versuchen, die Wahrheit nach vorne zu bringen und nicht Propaganda zu machen. Und dazu brauchen wir euch, damit ihr diese Sachen weitertragen könnt. Und ich mache nachher ja doch auch eine Aufzeichnung davon, beziehungsweise die läuft ja jetzt, zeichne ich auf die Sendung, und das wird nachher in ein YouTube-Video zum Beispiel reingebracht. Und der ein oder andere Sender hat vielleicht auch Interesse daran, nachher nochmal diese Sendung als Archiv zu spielen, kann sich mit mir in Verbindung setzen unter radio@wakenews.net, dann schicken wir dann die MP3s rum. Aber das dauert natürlich noch einen Moment. Wiederholung gibt es diese heute nicht von der Sendung, weil wir ja den Radiomarathon weiterlaufen lassen. Und wie gesagt, aber die Aufzeichnung kommt dann spätestens morgen oder so. Nein, ich spiele das dann auch mit rein in das YouTube. Und ja, wir hatten also sehr emotional auch, sagen wir mal, die erste Stunde dann in die Pause gebracht. Aber ich denke, es muss auch emotional sein. Wir müssen ja endlich mal was tun, wir müssen in die Pötte kommen, was unternehmen. Und was du mir da jetzt auch kurz in der Pause sagen konntest, Werner, das sollte auch ruhig an die Öffentlichkeit. Es muss raus. Wir müssen was tun, wir müssen aufgerüttelt werden, denn das kann doch nicht so weiterlaufen, oder? Wie siehst du das? Das ist richtig. Und vielleicht sollte man jetzt noch Folgendes dem anschließen, was wir in der vergangenen Stunde erörtert haben. Wir haben hier ein Urteil, das im Grunde genommen gleichlautend ist, noch schärfer in der Formulierung als das, welches 2008 verabschiedet wurde vom Bundesverfassungsgericht, weil diese Richter sich ja langsam auch ein bisschen dumm vorkommen müssen, dass sie nicht für voll genommen werden. Vielleicht darf ich dazu ein kurzes Beispiel geben. Ich glaube, ein Gericht in Köln hat zur Frage der Beschneidung bei Muslime ja ein Urteil gesprochen, dass das verboten ist in Deutschland. Daraufhin erhob sich eine Protestwelle der Betroffenen. Und was hat der Deutsche Bundestag gemacht? Wir hatten sofort ein Gesetz verabschiedet mit dem Hinweis, ich glaube, ich habe es noch recht in Erinnerung, oder mit der Aussage, Glauben beziehungsweise ja, es war irgendwie hier die Glaubenseinstellung. Ich glaube, die hatten ein anderes Wort dafür, aber ist egal. Der Glaube geht hier vor Körperverletzung. Ich muss mich fragen, wie krank und wie verstrahlt muss man in seinem Hirn sein, eine solche Aussage zu treffen, denn damit würde ich ja jegliche Art und Weise des Vorgehens einer christlichen, sogenannten christlichen oder glaubensmäßigen Gewalt den Vorschub leisten. Das dürfte jedem einläuten. Das heißt, man
umgeht die Gerichte, indem man dann Gesetze schafft, die die gerichtliche Aussage wieder aufheben. Oder es war, ich weiß leider nicht mal, welcher SPD-Politiker das war, der in der Frage zum ESM in aller Öffentlichkeit geäußert hat, was soll eigentlich der Quatsch, der Gauck soll das Ding unterschreiben und dann kann das Bundesverfassungsgericht urteilen, was es will, dann ist das Ding eben durch und in der Welt. Ja, unglaublich. Solche Leute, die gehören doch in die Geschlossene, Entschuldigung. Ja, damit hätte man gleich so einen Antrag stellen müssen, so einen Betreuungsantrag, oder? Richtig. Ich frage mich also, wie ist es möglich, dass solche Leute noch frei rumlaufen, die so etwas äußern? Nochmal, Politiker sind die Diener des Volkes. Der hat das zu machen, was zum Wohle des Volkes ist. Die haben einen Eid abgeleistet. Auch die Kanzlerin Merkel hat einen Eid abgeleistet. Alles zum Wohle des Volkes. Nur ich sehe nichts zum Wohle. Und jetzt vielleicht noch folgender Hinweis. Dieses Urteil ist ja viel weittragender, als man denkt. Jeder Jurist, der ja aufgrund der Organformel aus 1863 war es, glaube ich, oder 67, ist auch egal, um ein paar Jahre, ein sogenanntes Organ der Rechtspflege ist, müsste jetzt mal langsam an den Schopf gefasst werden oder an die Hand genommen werden und ihm sagen, pass auf, mein Freund. Das habe ich vorhin schon gesagt, jedes Verfahren, das jetzt in diesem nachkonstitutionellen Recht der Zugrundelegung einzuordnen ist, muss der Einwand kommen, dass dieses Gesetz wegen verfassungswidrigen Zustandekommens selbst verfassungswidrig und damit nichtig ist. Und das heißt, dass es eigentlich noch nie nach diesem ungültigen Bundeswahlgesetz einen verfassungsgemäßen Gesetzgeber gegeben hat, der hier überhaupt irgendetwas entschieden hat. Und das heißt, dass, wenn jetzt die Forderung des Bundesverfassungsgerichts im Raum steht, wie es 2008 schon der Fall war, und das ist ganz wichtig, ihr Regierung müsst jetzt ein neues Bundeswahlgesetz beschließen, in welchem das, was du auch vorhin in der Presseerklärung vorgelesen hast, der Ordnung halber richtig eingeschlossen und richtig erfasst wird. Dann kann diese Aussage, diese Formulierung nicht stimmen, denn wenn ich auf der einen Seite sage, ihr seid überhaupt nicht rechtsgültig gewählt, das Bundeswahlgesetz ist verfassungswidrig, also könnt ihr gar keine rechtmäßige Regierung sein. Wie kann man denn dann im gleichen Zuge sagen, ihr habt kein gültiges Bundeswahlgesetz, aber ihr müsst jetzt ein gültiges Bundeswahlgesetz beschließen? Das geht doch gar nicht. Wer soll das denn beschließen? Ja, ich meine, hat es diese Rückfragen eigentlich ans Bundesverfassungsgericht gar nicht gegeben oder sollte man das vielleicht nochmal offiziell nachfragen? Das weiß ich nicht. Das Bundesverfassungsgericht müsste sich doch darüber im Klaren sein, was es da geurteilt hat, denn es stellt damit sich selbst ja auch in Frage. Ja, das ist ja der Hohn in dieser ganzen Geschichte. Das ist die logische Konsequenz, ne? Ja. Es sei denn, und das ist eben die Frage, die auch hier und da mal immer auftritt, das hast du selbst auch gefragt, für welche Verfassung stehen sie eigentlich ein? Richtig. Welche Verfassung ist gemeint? Vielleicht gibt es ja irgendwie einen Bezug zu irgendeiner Verfassung, den wir bloß noch gar nicht kennen. Also dazu noch mal ganz kurz Folgendes, Detlef. Wir haben das ja auch schon in anderen Sendungen kurz angerissen. Um das eindeutig nochmal zu klären. Es gibt Vertreter, die sagen, ich hänge nach und sage, die 1871er Verfassung, das ist die Verfassung. Dann gibt es die Nächsten, die sagen, nee, das stimmt alles nicht. 1919, Friedrich Ebert, die Weimarer Republik, diese Verfassung ist maßgeblich. International hängt man an der Weimarer Verfassung. Wenn man aber die Sache erweitert, kommt man auf etwas ganz anderes. Und zwar kommt man dann noch an die Paulskirchenverfassung. Vielleicht darf ich das noch mal kurz in den Raum stellen. Die Paulskirchenverfassung stammt ja aus dem Jahre, ich glaube, Jahr 1849, war 1848. Und zwar gab es ja eine Märzrevolution 1848 und es fand danach eine verfassungsgebende Nationalversammlung statt. Und in dieser verfassungsgebenden Nationalversammlung, das ist die einzige Verfassung, die für ganz Deutschland tatsächlich auch vom Volk beschlossen wurde. Die wurde verkündet am 28. März 1949, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, als Verfassung des Deutschen Reiches. Die beinhaltete aber, dass es dass Friedrich Wilhelm IV. Als Kaiser dort der ganzen Sache vorstehen sollte. Der hat das aber abgelehnt und die damalige Regierung hat gesagt, nee, dann folgen wir mal der Paulskirchenverfassung nicht, das lehnen wir ab. Das heißt, man hat die eigentlich nie umgesetzt. Interessant ist aber, wenn man jetzt in die Weimarer Verfassung 1919 geht, dass man
etliche Passagen aus der Paulskirchenverfassung als übernommen dort und dort eingearbeitet auffinden kann, selbst im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Ja, das aber ist wobei also natürlich Und jetzt kommt der springende Punkt. Wenn es jetzt Leute gibt, das habe ich vorhin schon mal gesagt, die sagen, wir wollen jetzt hier eine Verfassung machen. Diese Verfassung, und ich warne davor, in der Bundesrepublik Deutschland eine neue Verfassung durch das dort lebende Volk, durch die dort lebenden Bürger proklamieren zu lassen, damit wird ein neuer Staat gegründet. Das ist ja die Hinterhältigkeit des Gedankens dieser Parteien, auch Schäuble und Merkel. Also kann ich den Leuten nur sagen, liebe Mitbürger und Freunde und Landsleute, lasst die Finger davon. Jeder, der sagt, wir wollen jetzt eine neue Verfassung wählen hier in der BRD, der führt Böses im Sinne. Finger weg davon. Das ist eine ganz gemeine Sache. Vielmehr zu beachten gilt es, dass in erster Linie die Wiedervereinigung kommen muss, eine wirkliche Wiedervereinigung, die ja nie stattgefunden hat. Bitte durchlesen. In der Präambel steht, dass die Bundesrepublik, dass die Deutsche Demokratische Republik der Bundesrepublik Deutschland beigetreten ist. Das hat mit Wiedervereinigung überhaupt nichts zu tun. Genau. Wie kann man etwas wiedervereinigen, was vorher überhaupt nicht bestanden hat? Es hat eine Bundesrepublik Deutschland und eine DDR. Kann man nicht zu Deutschland wiedervereinigen, weil es die beiden ja vorher nie gegeben hat. Also ist diese Aussage rein juristisch und faktisch gesehen absoluter Schwachsinn. Das ist Volksverblödung hoch 10, um das mal jetzt ganz klar in einer deutlichen Sprache zu sprechen, wie wir in Nordrhein-Westfalen es auch können. Damit es wirklich jeder versteht. Bitte nachlesen. Lass mich aber noch mal eine Frage gleich auch stellen, wenn du fertig bist. Du kannst die Frage auch jetzt stellen, bitte. Jetzt habe ich die schon unterbrochen. Nee, weil mir die lag mir noch auf der Zunge, weil das kommt immer zwischendurch, die 1919er Verfassung, Weimarer Verfassung, die natürlich auch abhängig ist von den Folgen des Ersten Weltkrieges, vom Versailler Vertrag und so möglicherweise eben auch nicht frei vom Volk entschieden werden konnte, oder? Der Versailler Vertrag, das ist ja das Problem. Man koppelt ja an die Verfassung der Weimarer Republik den Versailler Vertrag. Der Versailler Vertrag beinhaltet ja die totale Unterdrückung und Unterjochung des deutschen Volkes, den man ja vergessen kann. Die Wirksamkeit des Versailler Vertrages wird aber durch die Weimarer Verfassung eigentlich gar nicht mal bestimmt als solche, dass sie als wirksam zu gelten hat. Nur ist es so, international spricht man davon, dass man eben halt sagt, die Weimarer Verfassung war Bestandteil des Niedergangs des Deutschen Reiches, also des Dritten Reiches im Deutschen Reich. Und dann hat man diese Verfassung als die eben halt stehen lassen und meinte, das wäre was Konstruelles oder Konstruktives gewesen, was ja nicht der Fall ist. Nur was ich damit sagen wollte, ist Folgendes. Bitte einmal nachlesen die Stalin-Noten aus dem Jahre 1950. Im ZDF war eine Sendereihe, da wurde das auch mal publiziert, das ist bestätigt, das ist auch authentisch, dass Stalin zigmal, ich weiß jetzt nicht, wie oft es war, den damaligen Erstkanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, angesprochen hat und immer wieder angeboten hat, komm her, erklärt Deutschland, dass die einzige Bedingung als neutrales Land und ihr habt sofort einen Friedensvertrag mit Russland und ihr könnt sofort wieder in eure Ländereien zurück, in Westpreußen, Ostpreußen und. Das wurde abgelehnt. So, Gorbatschow, das Spielchen kennen wir auch, der hat das ja selbst und mit Schewardnadze, dem damaligen Außenminister, bestätigt, hat ja auch zigmal angeboten, auch an Kohl, hier bitte, auch 1990 war das noch im Zuge des Vierer-Zweier-Vertrages oder der Verhandlung in Paris, und hat gesagt, hier bitte, entsprechend Vortrag, was wir ja schon oft gemacht haben, Unabhängigkeit bzw. Neutralität erklären und schon stehen die Provinzen in Polen Gewehr bei Fuß, die räumen sofort alles frei, ihr könnt eure Leute nach Hause wieder zurückschicken. Herr Kohl hat gesagt, nee, machen wir nicht. Der hat den Bundestag dann sogar noch belogen. So, und das ist der Punkt. Immer daran denken, das deutsche Volk ist nach wie vor das Volk,
des Deutschen Reiches, nicht des Dritten Reiches. Das Deutsche Reich ist nie untergegangen. Es gibt kein einziges Urteil, das bestätigt, dass das 73er Urteil nicht stimmt. Und wenn da zehnmal drin steht, die Bundesrepublik Deutschland sei als Staat in den Staat Deutsches Reich eingetreten, ist das absoluter Schwachsinn, weil diese Bundesrepublik Deutschland, das muss ich auch nochmal ganz kurz sagen, eine Verwalterin, das weiß wohl jeder, der Westmächte ist, aber wenn man sich den 133 durchliest, Grundgesetz, steht ja drin, dass der Bund in die Rechte und Pflichten des vereinten Wirtschaftsgebietes eintritt. Und dann gibt es viele, die sagen dann, ja, das hat ja mit der DDR und der Bundesrepublik zu tun, weil die ja zusammengegangen sind. Nein, das ist Quatsch. Dann bitte ich mal, sich das 49er Grundgesetz anzusehen. Da steht ja der gleiche Text auch schon drin. Oder derselbe Text. Dass der Bund in die Rechte und Pflichten des Vereinten Wirtschaftsgebietes eintritt. Mit diesen Rechten und Pflichten, oder beziehungsweise mit dem Vereinten Wirtschaftsgebiet, waren die drei westlichen Besatzungszonen der USA, Großbritannien und Frankreich gemeint. Das ist der Punkt. Ah, okay. Ja, und heute steht es ja dort auch noch drin. Das heißt, wenn die kein Verwalter mehr gewesen wären, warum haben sie denn dann ein 133 stehen lassen? Und haben das Ganze nochmal neu konzipiert. Das heißt also, man kann hingucken, wo man will. Egal, wo man hingeht, wo man hinfasst, wo man liest, was man anspricht, überall kommt Gestank hoch, überall qualmt es, überall ist Suhl. Und ja, die verfolgen die Leute, entweder werden sie sozialisiert oder sie werden kriminalisiert oder sie werden für verrückt erklärt, kommen in die Klapse oder man kloppt ihnen das Eigentum zusammen, sie werden enteignet, was weiß ich nicht alles, damit sie ihre Schuld der EU gegenüber bezahlen können für diesen Schwachsinn. Denn ich bring's auch mal gerne auf einen kleinen Nenner, man muss ja auch, wie Zille sagte, man muss dem Volk aufs Maul schauen. Und ich zähle mich zum Volk wie jeden anderen Nachbarn und Bürger genauso. Wenn mein Nachbar Hilfe braucht, der ist in Not und ich bin in Not und alle Nachbarn sind in Not, aber hier in Deutschland, dann bin ich gerne bereit, dem Nachbarn zu helfen. Also in erster Linie kommt doch meine Familie. Das heißt, ich muss in erster Linie zusehen, dass ich der Verantwortung meiner Familie, das hat Priorität, nachkomme. Und wenn es mir dann möglich ist, dann helfe ich gerne auch meinem Nachbarn. Aber es kann nicht sein, dass ich meine Familie dem Untergang widme und sage, ob irgendwas auf dem Tisch hat oder nicht, Mittagessen fällt aus, Abendessen fällt auf, Kind, was brauchst du, neue Schulsachen, du kriegst deine Schulsachen, sieh zu, wo das herkriegst, guck in die Mülltonne vom Nachbarn, vielleicht hast du Glück, der hat es weggeworfen von der Unterstufe, ich gebe jetzt erstmal den halben Verdienst von mir meinem Nachbarn. Dann würde meine Frau doch irgendwann hinkommen, oder bei jeder anderen Familie wäre es gleich und würde sagen, pass mal auf, wenn du mit dem Blödsinn nicht aufhörst, dann packe ich meinen Krempel und meine Kinder und ziehe woanders hin. Dann sieh zu, wie du mit deiner Einstellung selber klarkommst. Oder die geht irgendwann mal zum psychologischen Dienst oder zur Familienberatung und sagt, mein Mann, der tickt nicht mehr richtig. Oder liege ich da so verkehrt? Nee, das hast du in einem ganz tollen Beispiel gebracht. Ne? Das ist ja das, was Merkel und Konsorten hier, Schäuble und so tun. Ne? Die verschenken alles, Volksvermögen, was irgendwie da war, oder vermeintliches Volksvermögen an die Nachbarn. Ne? Richtig. Und jetzt muss man unserem lieben Mitbürger nochmal eines klar machen. Wenn propagiert wird und immer wieder gesagt wird, auch in den Nachrichten, der im Fernsehen oder der öffentlichen Medien, pro Kopf der Bundesbevölkerung sind wir mit so und so viel verschuldet. Leute, hört einfach nicht auf diesen Schwachsinn. Das sind Sachen, die kommen aus der Klapse. Die kommen nicht aus einem normalen Menschenverstand heraus. Denn die Bundesrepublik Deutschland ist eine Verwalterin. Das ist so. Und sie konnte bis heute nicht das Gegenteil belegen. Auch wenn die kommen und sagen, ja, wir haben ja sowas Ähnliches wie einen Friedensvertrag. Sie haben keinen Friedensvertrag. Da müssen wir doch gar nicht drum rumreden. Das sind offenkundig und Offenkundigkeiten kann man und muss man nicht diskutieren. Und wenn die Schulden machen mit einer Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, die sie sich auf dem kalten Weg damals über die Treuhand aus der DDR geholt haben, das war die VCU Applikationsgesellschaft GmbH, eine Offshore-Firma, eine Firma für PC-Software und sowas. Und die haften mit 25.000 Euro. Dann ist das doch Schwachsinn hoch 10. Und ich weiß nicht, ob es noch auf der Webseite von Panorama ist. Bis vor einiger Zeit war es jedenfalls noch drauf. Man konnte auf www.panorama.de gehen. Dann konnte man in die Fraktion Fernsehen gehen. Und in der Fraktion Fernsehen hat man den Suchbegriff Bundesrepublik Deutschland minus Finanzagentur GmbH reingebracht. Und dann lief
das Video und der Text war ausgedrückt über die Sendung, die Panorama dann irgendwann mal damals ARD oder ZDF gebracht hat. Da war der Eichel noch Finanzminister. Zu der Zeit hatte die Bundesrepublik Deutschland nur 1,6 Billionen Schulden und nicht 2,2 wie jetzt. Und dort ist mir noch die Frage in Erinnerung, dass der Journalist aus Panorama den Eichel fragte, sagen Sie mal, wie wollen Sie denn diese 1,6 Billionen jemals zurückzahlen? Und ich habe das ein paar Mal zurückgespielt, weil ich nicht glauben wollte, was ich da gehört habe. Da hat der Eichel tatsächlich geantwortet, wir zahlen überhaupt nichts zurück. Wie kommen Sie darauf, zurückzahlen? Wir zahlen nichts zurück. Da sagt der Journalist, wie, Sie zahlen nichts zurück? Ja, wir zahlen nichts zurück. Er sagt, aber Sie müssen doch auch Zinsen zahlen. Er sagt, die Zinsen zahlen wir natürlich. Ja, und woher nehmen Sie das Geld? Er sagt, ja, dann nehmen wir neue Kredite auf. So, und das ist authentisch. Und das bedeutet, es muss sich jeder darüber im Klaren sein. Wenn gesagt wird, die Bundesrepublik Deutschland ist im Rating noch gut angesehen, sie ist kreditwürdig gegenüber allen anderen oder geht allen anderen europäischen oder EU-Ländern vor, dann ist die Frage, was heißt denn eigentlich kreditförmig, dass sie das Volk noch mehr ausmergelt? Oder wie bitte darf ich das verstehen? Denn wer Schulden macht und macht sie immer mehr, wenn ein Unternehmen Schulden hat und geht hin und nimmt neue Kredite auf, dann muss das Unternehmen irgendwann damit rechnen, dass es wegen Kreditbetruges drankommt. Die Bundesregierung nicht. Die machen immer fleißig mehr Schulden. Denn Herr Eichel hat ja damals gesagt, und das wird ja heute genauso praktiziert, wieso sollen wir was zurückzahlen? Wir zahlen nichts zurück. Und da frage ich mich, 2,2 Billionen Euro Schulden, die hat selbst Griechenland nicht. So, und da frage ich mich, wieso wird Griechenland so runtergemacht? Wieso wird Spanien runtergemacht? Italien und. Die Bundesrepublik Deutschland ist doch kein Deut besser. Die sind doch federführend in Schulden machen. Die sind doch gar nicht in der Lage, mal zu sparen. Und da muss ich mir doch die Frage stellen, das sind alles so Fragen, ein Fragenkatalog, der aus diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sich rekrutiert. Und jetzt kommen wir immer wieder auf diesen Punkt zurück. Diese Schulden, die gemacht wurden und diese Gelder, die rausgeschickt wurden, wer hat die denn zu verantworten? Das deutsche Volk? Nein, haben sie nicht. Es gibt keine verfassungsmäßige Grundlage für den ESM. Und dafür hat Frau Merkel den Kopf persönlich hinzuhalten. Und ich kann mich der Forderung, die jetzt einige ausgesprochen haben, wirklich persönlich nur anschließen. Frau Merkel sollte wirklich ihr Amt niederlegen. Sie sollte ihre ganze Belegschaft aus der ehemaligen DDR mitnehmen. Und auch der Herr Gauck sollte machen, dass er dieses Land verlässt. Denn solche Leute brauchen wir nicht, die das deutsche Volk verraten. Und für mich ist das nach den 260er Statuten aus dem Jahre 48, welcher ja 1955 die Bundesrepublik Deutschland beigetreten ist, nämlich der UN-Resolution für Völkermord, ist das ein erklärter Völkermord, der hier begangen wird. Das heißt nicht, die Leute umzubringen, sondern ein Volk zugrunde zu richten, ein Volk aufzulösen und das Volk zum Teufel zu schicken, ohne Rücksicht auf Verluste. Und wer das macht, begeht Hochverrat. Und Hochverrat steht immer noch in der Strafbarkeit des Deutschen Reiches bei den Reichsbürgern an erster Stelle. Und was die Folge ist, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Und das sage ich jetzt als Staatsrechtler. Es sieht einfach so aus, dass diese Leute rechtswidrig handeln. Und das hat das Bundesverfassungsgericht eindeutig bestätigt. Das Gleiche gilt für Besoldungs- oder Pensions- oder Diätgesetze. Wer hat die denn beschlossen? Wieso ist das denn lege artis? Das kann gar nicht lege artis sein. So, dann ESM-Erscheinung, sagte ich schon, Erklärung. Was nochmal wichtig ist, Artikel 100. Was ich schon sagte, der Absatz 2 Grundgesetz, ist in einem Rechtsstreite zweifelhaft, ob eine Regel des Völkerrechts Bestandteil des Bundesrechts ist und ob sie unmittelbar Rechte und Pflichten für den Einzelnen erzeugt. Das bezieht sich auf den Artikel 25 Grundgesetz. So hat das Gericht die Entscheidung an das Bundesverfassungsgericht einzuholen. Und der Absatz 3 sagt, will das Verfassungsgericht eines Landes bei der Auslegung des Grundgesetzes von einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts oder des Verfassungsgerichtes eines anderen Landes abweichen, so hat das Verfassungsgericht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen. Macht aber keiner. Die Herren Richter
denen kann man das ruhig sagen und sagen, hier, nach Artikel 100 musst du das erstmal gucken, weil du Blödsinn, was interessiert die alles gar nicht. Der 25 sagt doch eindeutig aus, dass die allgemeinen Regeln des Völkerrechts Bestandteil des Bundesrechts sind und den Gesetzen vorgehen. Welches Gericht interessiert das? Ich denke mal an den Vorgang Lothar Rohling. Der hat die Richter verklagt bis zur Frau Merkel hoch. Dann kommt eine pharisäische Aussage nach 2,5 Monaten, weil sie die Order vom Justizministerium Düsseldorf gekriegt haben, um sich diese banale Ausrede einfallen zu lassen, die Klage nicht weiterzuleiten. Ach, wissen Sie, wenn wir die weiterleiten, die Klage, das könnte ja für die Beklagten sehr teuer werden, aber auch für den Beklagten, auch für den Kläger. Und wenn der Kläger verliert, könnte das ja auch bedeuten, dass er hohe Kosten hat. Und um ihm entgegenzukommen, dass er dieses Risiko nicht eingeht, leiten wir mal die Klage nicht weiter. Ja, das ist eine Unglaublichkeit. Ja, wir haben es ja auf unserer Seite veröffentlicht. Und ja, ich kann eins sagen und einen Punkt möchte ich auch noch gerne vorgreifen. Es gibt Stimmen und wir wissen auch, woher die kommen, die dann sagen, ja, die VSV, die wollen ja zum Beispiel nur das Rezept haben, das Zepter in der Hand haben und die wollen ja regieren und wollen eine Regierung bilden, absoluter Schwachsinn. Ich erkläre das nochmal in aller Öffentlichkeit, da ich ja auch parallel Mitglied des Verwaltungsrates der VSV bin. Wir haben lange überlegt, als diese VSV gegründet wurden, machen wir einen Vorstand oder sonst was. Da haben wir gesagt, nee, wir wollen keinen Vorstand, wir sind kein Verein, nichts. Wir sind einfach nur eine Stelle, der sich jeder anschließen kann, der in der Selbstverwaltung ist, die konzentriert mit einer Stimme das zum Auftrag zum Ausdruck bringt, im Auftrag der einzelnen Selbstverwaltungen oder auch Nicht-Selbstverwaltungen, die aber diese Interessen verfolgen, damit das als eine konzertierte Aktion, als eine konzertierte Stimme zum Ausdruck gebracht werden kann. Ist ja immer wirkungsvoller, als wenn jeder einzeln für sich rumdümpelt. Das ist ja auch das richtige Verfahren. Und wer sich die Vollmacht richtig durchliest, der braucht gar nicht anfangen, die zu zerrüpfen. Wir haben also Stimmen bekommen, die haben wir in irgendwelchen Foren gelesen. Wir haben herzhaft gelacht, in denen es dann heißt, ja, ich werde in keinem Fall diese Vollmacht der VSV unterschreiben. Die können damit ja von meiner Bank, vom Konto Geld abheben und. Das ist, Entschuldigung, kompletter Schwachsinn. Also wer lesen und schreiben kann, der wird daraus ganz klar lesen, wie du es vorhin auch gesagt hast. Das Ziel ist es, im Sinne dieser Selbstverwaltung zu erreichen, dass es Friedensverträge gibt, ob das gelingt oder nicht, steht auf dem anderen Blatt. Aber wenn so etwas abgeschlossen wird, dann muss ich ja noch zeigen, wer schließt die ab. Das können die VSV nicht machen. Dazu sind wir gar nicht berechtigt. Wir können einfach nur versuchen, den Weg zu ebnen mit den ausländischen Stellen. Und diese Kontakte haben wir, Gespräche zu führen. Und es steht eindeutig fest, es wird jetzt eine konzertierte Strafanzeige mit einem Strafantrag an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen erwiesenen Völkermordes gehen. Und ein Hauptbestandteil ist dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das ist eine ganz klare Sache, denn sämtliche Beschlüsse, die Regierung der Bundesrepublik Deutschland beschlossen haben, sind aus juristischer Sicht anzuzweifeln, ob sie überhaupt rechtens waren. Und das bedeutet, dass jeder Völkermord erfüllt sein kann. Und deshalb wird auch diese Anzeige kommen. Nur ist es jede einzelne Stimme, die diese Vollmacht, darauf möchte ich nochmal hinweisen, unterschreibt und per Post an uns zusendet, ist wichtig. Selbst wenn die Anzeige raus ist, können die immer nachgereicht werden. Wir fassen die auf DVDs zusammen, weil sofort diese Dinge eingehen per Post, werden sie sofort zur Seite geschafft aus Sicherheitsgründen und werden dann auf DVDs erfasst, die da auch dann unter notarieller Bestätigung dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag mitgeteilt werden. Und die ganze Klageschrift oder Anzeigeschrift wird international veröffentlicht werden. Sie wird veröffentlicht werden in deutscher, in englischer und in russischer Sprache. Wow, das heißt, es ist auch wichtig. Ich habe auch meine Vollmacht schon gleich gegeben und auch viele hier von den Bekannten und Verwandten, die ich habe, haben das mitgemacht. Und ganz wichtig ist es, wir sollten auch hier vielleicht den Zuhörern nochmal sagen, wir brauchen das dringend. Das heißt nicht irgendwann in ein paar Jahren, sondern diese Vollmachten brauchen wir jetzt schnellstens, damit wir so schnell wie möglich agieren können. Und ich denke, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal über Fristen gesprochen habt, ist so, sagen wir mal, Mitte September der letzte Zeitpunkt, wo man uns sowas zuschicken kann? Oder wie siehst du das?
Es ist so, die Vollmachten können auch danach zugeschickt werden. Ich weiß jetzt noch nicht genau, also die Schrift, die Anzeige mit dem Strafantrag ist in Vorbereitung. Die wird auch in absehbarer Zeit dem Internationalen Strafgerichtshof überstellt werden mit den entsprechenden DVDs, die notariell bestätigt sind, dass sie also inhaltlich mit denen der Originale übereinstimmen. Und wenn danach noch Vollmachten reinkommen, ist das kein Problem, die werden wir nachreichen. Ah, okay, aber trotzdem, wir sollten da nicht zu viel warten, sondern einfach der sich das überlegt, der kann das auch nochmal durchlesen. Die Webseite ist vereinigte-selbstverwaltungen.org und da ist auf der rechten Seite so eine Leiste, wo dann der Abschnitt Vollmacht kommt. Da kann man also dann draufgehen, kann das durchlesen, kann sich's ausdrucken, kann alle, wenn noch Fragen sind, kann man die sicher stellen. Aber Handeln ist jetzt angesagt, oder? Genau. Und ich möchte noch mal eines sagen. Ich habe weder ich persönlich noch irgendjemand aus den VSV hat die Ambitionen, ich komme noch mal auf die Fragen, die ich vorhin zitierte, die an mich gestellt wurden. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Und wie können Sie für uns eintreten? Die meinten also mich persönlich, machen Sie doch jetzt was bei der Regierung. Ich persönlich kann da gar nichts machen. Wir können als VSV, als Verwaltungsrat, können wir natürlich schriftlich etwas fixieren, was wir auch tun werden und werden das auch hier an das Auswärtige Amt nochmal schicken. Das ist auch an eine Eingabe an die UN unterwegs. Im Zweifelsfalle werden wir also die UN jetzt darauf hinweisen, denn so viel Vollmachten sind schon da, dass wir sagen, so Freunde, ihr habt das Ding eingeläutet, seht zu, wie ihr damit fertig werdet. Wenn alle Stricke reißen, dann habt ihr völkerrechtlich dafür Sorge zu tragen, dass dieser Blödsinn hier aufhört, dann schickt bitte UN-Truppen hierhin, die hier für Ordnung sorgen, nicht, damit es hier Massenverhaftung oder sonst was gibt, denn die Polizei tritt ja manchen Leuten hier schon die Türen ein, die haben keinen, oder denk du bitte mal selbst an deinen Angehörigen, da kommt ein Fax, das nicht unterschrieben ist, da steht kein richtiger Grund drauf, da ist keine richterliche Unterschrift und jetzt plötzlich ist dann heißt es für eine Nötigung, Entschuldigung, für eine üble Nachrede, wird die ganze Bude leergeräumt, was ja absoluter Schwachsinn ist. Und anschließend äußern sich dann Gericht oder wer auch immer und gibt dann wieder einen anderen Grund vor. Das heißt, es allein dadurch wird schon bestätigt, dass hier rechtens irgendetwas überhaupt nicht geschehen sein kann. Und so erleben wir es tagtäglich. Wir kriegen das tagtäglich auf den Tisch. Es wird immer mehr, aber auch der Widerstand läuft. Und der Widerstand ist gerechtfertigt nach Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes. Das kann sich jeder nachlesen, wenn dem Paragraph 20 Absatz 3 nicht entsprochen wird. Und ich muss das nochmal sagen, ich habe das auch mit Volker Schöne besprochen. Vielleicht sollten wir vielleicht Volker Schöne mal in eine solche Diskussion hineinnehmen. Ich habe eine Menge Verständnis auch für die persönlichen Gepflogenheiten der Polizei und auch vieler anderer Beamter. Aber ich habe kein Verständnis dafür, wenn man mit Krawall Türen erbricht und eintritt, Leuten die Arme verdreht oder an Frauen sich vergreift oder was auch immer und dann auch höhnisch lacht und sagt, ach, was wollen Sie denn mit Ihrer Selbstverwaltung? Ihr spinnt ja alle, das ist ja alles Schwachsinn, obwohl die Leute selber immer noch nicht begriffen haben, dass es im Volke schwelt. Und ich habe vom Bauchgefühl heraus, wobei ich immer sage, Gewalt jeglicher Art, egal in welcher Form, kann niemals ein Argument sein. Das muss ich nochmal vorausschicken. Aber ich habe trotzdem das Bauchgefühl, dass die Bürger langsam anfangen überzukochen, weil die auch nicht mehr wissen, wo sie hin sollen. Wenn die in ihr Portemonnaie gucken, ist meistens in Mitte des Monats ist schon Ebbe und dann wissen die, die kriegen ja nichts mehr für ihr Geld. Es ist ja Feierabend. Und wenn dann hier immer propagiert wird durch die Medien, das ist ja eine Lüge hoch 10, von wegen, wir haben ja eine Inflationsrate, die liegt unter 3%, das ist doch lächerlich. Ich sehe doch selber, wenn ich was einkaufen gehe, was ich inzwischen dafür bezahlen muss. Das ist ja blöd, oder schauen wir uns die europäischen Berichte an, dass Europa und auch Deutschland federführend ein Land der Kleinwagen wird oder Kleinstfahrzeuge. Und jeder, der ein bisschen wach durch die Gegend sieht, der sieht das doch Tag für Tag auf der Straße. Wann sieht man denn da noch einen Mittelklassewagen oder ein größeres Auto? Die werden doch immer weniger. Ja, die Neuwagenzulassungen der BRD sind abrupt zurückgängig. Unglaublich. Ja. Oder Kleinwagen. Warum? Weil die Leute sich ein Auto, ein familiengerechtes Auto gar nicht mehr leisten können. Wer soll denn mit seinem Einkommen, was noch nicht mal bis zum Monatsende reicht, wer soll sich denn davon noch ein Auto für 30, 40, 50.000 Euro kaufen?
Ja, und ich meine, man darf ja auch nicht unterschätzen, ich meine, die BRD-Führung oder die Riege, die dort jetzt tätig ist, wahrscheinlich illegal, die haben natürlich massenhaft Angst. Und es gibt hier ja auch noch eine Veröffentlichung vom 10.08.2012 hier bei der taz.de, Soldaten fürs aufsässige Volk. Reservisten der Bundeswehr sollen die Polizei zur Aufstandsbekämpfung unterstützen dürfen. Eine erste Einheit ist nun in Bremen im Dienst. Ja. Ja, also ich will da jetzt nicht alles vorlesen. Es ist, also den Leuten ist das klar, die da in Anführungszeichen Regierungsverantwortung haben, oder? Denen ist das seit Jahren klar. Wenn ich noch richtig informiert bin oder wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, haben die Bundestagsabgeordneten alle im Jahr 2004 für ihre Schublade nette Schreiben bekommen. Wenn es also hier zu einem Bürgeraufstand kommt, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, zu einem Bürgeraufstand kommen sollte, dann wird man keine interne inländische Polizei einsetzen oder was auch immer, sondern diese Genforce oder wen auch immer, damit oder auch kein deutsches Militär, damit es nicht heißt, dass Deutsche auf Deutsche geschossen hätten. Ich bezweifle, wenn es zu einer solchen Sache rein theoretisch kommen sollte, dass es einen Bürgeraufstand gibt und dem ist mittlerweile nicht mehr auszuweichen, dann glaube ich einfach nicht, dass die Polizei oder das Militär auf Deutsche schießen werden oder auf die Bürger schießen werden. Ich glaube eher, die werden sich auf Seiten der entweder neutral verhalten oder sie werden sich auf Seiten der Bürgerschaft schlagen. Denn sie stecken in derselben Bredouille, ne? Richtig. Dieselben Probleme. Und der Parlamentarier. Mittlerweile, das ist ja auch das, was sich jeder vor Augen halten muss. Es gibt ja eine Veröffentlichung aus, ist ja noch gar nicht alt, Woche, zwei Wochen. Es hat sich ja herausgestellt, dass jetzt etliche Abgeordnete des Deutschen Bundestages zugegeben haben. Und es werden immer mehr, die sagen, ja, wir hatten ja gar nicht die Zeit, den ESM-Vertrag wirklich zu lesen, diese über 90 Seiten, mit komplizierten rechtlichen Darstellungen, inhaltlichen Darstellungen und. Man hat uns das hier aufobtruiert und weisungsgemäß durch die Fraktionsvorsitzenden gesagt, ihr müsst dafür stimmen und was weiß ich nicht an. Oder wenn ich die Verlogenheit der SPD sehe, nehme einen Herrn Gabriel, der jetzt in die Stapfen der CDU treten will, nur um die FDP auszudampfen, damit sie eventuell noch vorzeitig Koalitionspartner der CDU-CSU werden können. Das ist doch egal, was die machen, dieser ganze Parteienklüngel. Irgendwann muss Schluss damit sein. Parteien sind sowieso das Schlimmste, was es hier gibt. Das Volk soll Volksentscheid machen. Und das Volk soll sich jetzt endlich aufraffen. Es muss niemand mit einer Schippe über den Zaun gehen oder mit einer Spitzhacke losgehen oder mit einem Knüppler sonst was. Er soll eine Vollmacht schreiben und je mehr wir haben, umso besser. Und wenn wir 1 Million oder 5 Millionen Unterschriften haben, umso besser. Rein damit, zentnerweise, die Leute sollen sich das ausdrucken, sollen zum Nachbarn gehen und sagen, hör mal, das ist die Situation. Unterschreibt das Ding, schicken wir es zur VSV. Je mehr jede Unterschrift zählt und je mehr wir das haben, umso mehr stärken wir die Position. Denn das Volk ist ja berechtigt als souverän, sich nach Artikel 20 Grundgesetz Absatz 4 dagegen aufzulehnen. Sie haben das Recht, in den Widerstand zu gehen. Und Widerstand muss ja nichts Böses sein, sondern die Politiker sprechen ja lange nicht mehr die Sprache des Volkes. Die wissen ja teilweise gar nicht, was da los ist. Ja, und vielleicht hätte ein Herr Rösler, ich sage das mal ganz gelinde, besser bei der Bundeswehr als Ophthalmologe, also als Augenarzt bleiben sollen oder eine Praxis aufmachen, dann hätte er auch aus seinem Anfang des Gesundheitsministeriums heraus, was er anfangs hatte und eingangs hatte, mal erkennen können, wie es in der Praxis wirklich aussieht. Ja. Es ist doch alles Schwachsinn hoch 10. Oder sehe sich die Verlogenheit an. Nee, ob die Landesregierung Parlamente, ob die Bundesregierung Parlamente, die erhöhen ihre Diäten, das interessiert die alles gar nicht. Der kleine Mann auf der Straße, der diese Dicksäcke unterstützt, die mit Tausenden von Euro agieren, die dicksten Autos auf Kosten des Volkes fahren und tralala machen. Wenn diese Leute bestimmen über das Geld des kleinen Mannes, wo gibt's denn sowas? Politiker sind die Diener des Volkes. Immer wieder dieser Slogan, dieser Begriff. Ja, das ist ganz wichtig für uns. Ich habe jetzt hier nochmal so eine Frage reinbekommen. Die eine oder andere können wir ja vielleicht auch noch mit behandeln. Hier schreibt einer, ich fürchte, dass wir keine Konsequenzen haben, also dieses Bezug auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Denn die Verwaltungsdiktatur der BRD wird es richten. Siehe Beispiel SH, ich weiß nicht genau, was er damit meint, aber außerdem ist die politische Selbstverwaltung der BRD nach wie vor nur ein Konstrukt der HLKO, also der Hager Landeskriegsordnung.
und Unterweisungsrecht des alliierten Beauftragten in der juristischen Person der USA. Es wird sich also gar nichts tun, schreibt jemand. Also was ist deine Sichtweise, was die Alliierten eigentlich jetzt angeht? Also, wie werden die reagieren? Es sieht ganz klar so aus. Die Tatsache ist, dass der Artikel 23 weggefallen ist. Darüber gibt es auch im Bundesgesetzblatt mit Wirksamkeit des 18.07.1990. Damit war der Geltungsbereich weg. Es waren nur noch die Artikel 73, 74, 75. Die blieben aufgrund der Anordnung der Alliierten im Raume. So, und wenn die Bundesrepublik Deutschland einen Friedensvertrag mit Russland schließen sollte, nur mit Russland, wir sprechen mal noch nicht mal mit den von den westlichen Alliierten, dann bin ich überzeugt davon, werden die westlichen Alliierten nachziehen. Die haben gar keine andere Chance. Ja. Und natürlich hat derjenige, der diese Eingabe gemacht hat, die du gerade verlesen hast, natürlich hat er recht in einem Punkt, dass die Verwaltung alles tun wird, um sich dagegen zu stellen. Das ist auch klar. Denen steht doch das Wasser bis Oberkante Unterlippe. Das wissen die doch ganz genau. Nur ich kann dem Folgendes entgegenhalten. Wenn es dem deutschen Volk reicht, ich sage das nochmal, und 1 Million Bürger von 80 Millionen, die wir sind, wenn nur 1 Million nach Berlin gehen, dann ist Berlin tot vom Verkehrsaufkommen von allem. Und wenn 1 Million Menschen dort demonstriert und geht zum Deutschen Bundestag und sagt, jetzt macht, dass ihr hier rauskommt, ihr seid nicht mehr die Vertreter des Volkes, dann gehen die. Die haben gar keine andere Chance mehr. Ja, die Maschinen sind eh voll getankt und stehen auf den Flugplätzen. Richtig. Das heißt, die sind sofort weg. Da gibt es auch ein schönes neues Flugzeug, ne? Auch auf Kosten der Bürger. Ja, ne? Und die haben einfach nur ihre Fluchtwege schon vorbereitet. Gibt, ne? Natürlich gibt es Notfallpläne. Auch nochmal was, wir haben ja von Seiten der VSV, hatten vor ungefähr 2 Monaten oder 2,5 Monaten, waren wir im Sendelager bei Paderborn und hatten ein Gespräch mit dem höchsten Verwaltungschef des britischen Militärgerichtes. Dieses Militärgericht ist dort errichtet worden für 5 Millionen Euro. Eine wunderbare Anlage, ein wunderbares Gebäude. Und wir sind dort sehr freundlich aufgenommen worden. Und wir haben mit diesem Herrn mal darüber gesprochen, welche Probleme hier bestehen zwischen der Bevölkerung und der Ersatzmannschaft der Regierung, sprich Bundesrepublik und Bundesregierung. Daraufhin hat er erstmal ein bisschen verständnislos geschaut. Als wir ihm dann aber einen Personalausweis, einen Reisepass gezeigt haben, der BAD, und haben gesagt, schauen Sie mal, hier draußen, und so ist es nach den internationalen Bestimmungen, das wusste er, das hat er auch bestätigt, muss das Hoheitszeichen des jeweiligen Staates sein. Und das ist der Adler mit 6 Federn, beziehungsweise mit 6 Schwingen. Und dann sagt er, ja, das kenne ich. Und dann haben wir gesagt, so, wissen Sie denn, wie viel Schwingen der Adler im Deutschen Bundestag hat? Da hat er gesagt, nein, das könnte ich jetzt nicht sagen. Dann haben wir gesagt, dann schlagen Sie doch mal bitte diesen Reisepass auf und schauen Sie sich mal den Adler an, wie viel Schwingen der da drin hat. Da hat er seine Brille aufgesetzt und hat gezählt, wurde kreidebleich, hat geschluckt und hat gesagt, das kann doch nicht möglich sein. Dann hat er nach außen geguckt, gezählt, nach innen geguckt, gezählt und sagt, na, da innen, der hat ja 7. Wieso das denn? Dann haben wir ihm gesagt, ganz einfach, nach außen hin wird es dargestellt als Deutschland und innen mit den 7 Schwingen ist es der Bundesadler, mit dem ganz klar dargestellt wird, hört mal Leute, was wir hier innen machen, geht euch nichts an, glaubt ihr man ruhig, dass das Deutschland ist, aber hier innen ist es was ganz anderes. Ja. Das hat der Herr sich sehr wohl gemerkt und hat uns daraufhin auch die Adressen und die Namen der zuständigen Kontaktoffiziere der britischen Rheinarmee gegeben. Und man darf eins nicht vergessen, es wird überall verkündet, dass von 13.000 Militärs der Briten reduziert werden soll auf 7.000. In Wirklichkeit wird aber ein funkelnied- und nagelneues Gerichtsgebäude ersetzt. Und plötzlich heißt es, wir haben 20.000 britische Militärs hier. Und man sieht immer mehr Rechtslenkerfahrzeuge. Ja. Das soll mir doch mal einer erklären. Und dann soll doch mal einer erklären, warum zum Beispiel die EUCOM verlegt werden soll, warum zum Beispiel also die amerikanische Vertretung, die noch in Stuttgart sitzt,
Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Warum dort gewaltige kasernenähnliche Unterbringungsmöglichkeiten für amerikanische Militärs hin sind, warum 6.000 britische Tanks in die Bundesrepublik kamen und warum an der deutsch-polnischen Grenze schwarze Hubschrauber rumfliegen ohne Hoheitssiegel, aber schwerst bewaffnet, ohne Hoheitszeichen. Das muss man mir mal erklären. Das kann sich aber erklären, wenn wir dann mal an den Iran denken, wenn es da rumgeht und rumspurtet und es gibt Ärger. Dann müsste man sich mal überlegen, was Russland macht. Und Russland grenzt ja nun mal an Deutschland, ne? Ja. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ja, absolut. Und das, ich meine, die sind ja auch, haben ja auch ihre Interessen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass jetzt alle ehemaligen oder Siegermächte da eine Lösung finden. Und das kann nicht sein, dass es nur ein einziger versucht, da Einfluss zu nehmen. Dann werden die anderen nämlich auch hellhörig und werden dann auch sich einschalten werden, ne? Richtig. Oder? Und was das Schlimme ist, was ganz schlimm ist, die Wahrheit wird mit allem, mit aller Macht verdrängt, mit allem, was einem hier zur Verfügung steht. Ich schaue mir seit langem keine Sendung mehr an mit Anne Will oder wie heißt es, Hart aber fair oder was weiß ich nicht allem. Es ist Zeitverschwendung, sich diesen Mist ehrlich gesagt anzusehen, weil ich immer wieder dieselben Köpfe dort sehe. Und wenn man mal wieder was Neues bringen will, dann holt man pensionierte Minister wie den Blüm rein, der ja mal gesagt hat, unsere Renten sind sicher und was weiß ich nicht, das ist alles Quatsch. Man kann sie nicht mehr hören, nicht mehr sehen. Das haben wir erfahren, dass hinter unserem Rücken Leute diese Fernsehsender angeschrieben haben. Sie sollen doch mal in die Diskussionsrunden Leute von VSV oder wen auch immer bringen. Das hat damals auch der CTS schon gemacht. Die haben noch nicht mal drauf geantwortet. Nur eine Antwort kam, ja, man würde sich das überlegen. Die überlegen überhaupt nichts. Sie werden den Teufel tun. Denn wenn von uns jemand in einer solchen Diskussion dabei wäre, kann ich dir garantieren, Detlef, das dauert keine 5 oder 10 Minuten, dann hat der Sender einen Senderausfall. Ja, ja, klar. Nee, das ist logisch, weil das sind ja Propaganda-Instrumente eben der jetzigen Leutchen, die da an der Spitze stehen. Und wir müssen ja wissen, dass hinter Merkel und Schäuble, die machen das ja nicht aufgrund ihrer eigenen Erkenntnisse, sondern die sind ja im Dienste der Bankster tätig, die weltweit die Unwesen treiben. Das ist ja in anderen Nationen auch leider so, in Amerika ganz eklatant. Die also hier ihre Interessen vertreten wollen, und das hat ja der Werner schon vorher gesagt, was er herausgefunden hat, da was dort steht, wer da vielleicht die Gesellschafter sind, ne, von der BRD. Ne, das werden wir noch rauskriegen. Ich habe hier auch noch mal eine Frage, weil wir gehen ja schon so langsam ein bisschen zum Ende der Sendung hin. Und da denke ich, das ist auch legitim, dass wir noch mal was reinnehmen hier. Da steht zum Beispiel, hallo Detlef und Dr. Radnikow, wir möchten gerne wissen, weshalb die BRD als Staatskennziffer die 000 hat. Weißt du das eventuell? Schöne Grüße aus Hamm hier. Ich weiß nicht, woraus sich diese Staatskennziffer 000 bezieht. Deshalb kann ich das einfach nicht beantworten. Okay. Ich weiß nur eins, dass sie laut UN nicht als Staat deklariert ist. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Ich weiß nur eins, dass sie nach dem US-SIC-Code als Handelsgesellschaft geführt wird. Und das hat mir zu denken gegeben, vielleicht kannst du dich daran erinnern, als der Bundespräsident Köhler in Afghanistan war, hat er auf dem Rückflug in seinem Flieger mit Presseleuten zusammengesessen und eine kleine Pressekonferenz gegeben. Mhm. Und da tat sich die Frage auf, wieso denn die Bundeswehr überhaupt Soldaten nach Afghanistan geschickt hat mit dem, was man da sieht, denn die Presse ist ja nicht dumm, die sehen ja auch, dass die Bundeswehr Cannabis-Felder bewacht und die Amerikaner zum Beispiel Mondfelder, und dass die alle die Order haben, sämtliche Militärs, diese Rauschgiftfelder nicht zu zerstören, sondern die sogar noch zu erhalten. Warum und weshalb, wissen wir ja nun. So, und daraufhin hat Köhler die Fatal-Äußerung getätigt, warum soll es einem Land nicht gestattet sein, seine eigenen Handelswege zu sichern? Und das führte ja zum Eklat. Und nachdem ich das auf den Tisch kriegte mit dem US-SIC-Code, dass die Bundesrepublik Deutschland dort als Handelsgesellschaft eingetragen ist, kam mir sofort Köhler in den Kopf. Und Köhler sollte noch irgendetwas unterschreiben, irgendein Gesetz, was Merkel verlangt hat, das hat er auch nicht getan. Und kurz darauf kam dann sein Rücktritt. Ja. Das ergibt für mich jetzt einen ganz klaren Sinn, warum der zurückgetreten ist. Ja, aber wie gesagt, dieser Code 000, vielleicht bedeutet das auch, dass sie eben nur No Name ist. Ich weiß ja nicht, woraus sich dieser Code bezieht und von woher stammt.
Ja, vielleicht kriegen wir dann nochmal eine Frage, die etwas detaillierter ist. Und dann kommt noch etwas. Es wäre schön, wenn Dr. Radikow die Links, wo man die ganzen Listen und Verzeichnisse liefern könnte, verfügbar macht. Auch habe ich versucht, mir Notizen zu machen, aber hat er nichts zu schreiben und so weiter. Naja, also wir haben ja die Aufzeichnung und so weiter. Wir werden also versuchen, die ein oder anderen Links dann noch mit in das Video zu packen, sofern ich da die zur Verfügung kriege. Gell? Also ich muss eines dazu sagen. Vielleicht kann ich, Sekunde, einen Link nennen, und zwar hat das habe ich hier jetzt nicht. Wir machen das so, Werner, wir machen ja nachher ein Video davon. Ich tue das dann in die Beschreibungsbox des Videos, das kann jeder dann finden dort. Ne? Ich mache also auch nochmal einen Artikel. Eine dazu. Seite, die ich empfehlen kann, und zwar ist das eine Seite, wie heißt das jetzt noch, die Kollegen da, da ist das, da kann man das also alles nachlesen. Nur muss ich um eines im Verständnis bitten. Ich bekomme auch ständig Mails, die sagen, ja, Sie haben damals mal in einem Interview von dann und dann das und das gesagt und das und das gesagt und was weiß ich nicht allem. Können Sie mir mal die Links zur Verfügung stellen? Herrschaften, ich würde das gerne tun. Nur bitte ich um Folgendes, zu berücksichtigen. Ich habe auch noch ein Familienleben. Und das sich also nur noch sehr eng begrenzt darstellt. Und als meine Frau hörte, dass wir heute wieder, dass ich hier in der Sendung bin, sagte sie dann, naja, ist der Samstag wieder gelaufen? Sag ich, nee, ich bin pünktlich genug zurück und dann werden wir mit dem Rest des Samstages auch familiär noch was tun. Also das einfach nur, ich kann einfach nicht alles auflisten. Ich verstehe aber, dass man das nachlesen will. Doch ich sage jetzt mal das, was wir sonst immer oder was wir gesagt haben, alles, was wir bis jetzt vorgetragen haben, kann man tatsächlich nachlesen. Und hunderte von Leuten haben das schon bestätigt. Die sagen, jawohl, das ist alles richtig, was Sie gesagt haben. Das stimmt und so weiter und so fort. Die können das bestätigen. Natürlich möchte das auch jeder selber lesen und den Beleg dafür haben. Das ist auch wichtig. Das soll auch sein, damit man nicht sagt, wieder sagt, ach, das sind alles nur Verschwörungstheorien. Das ist sowieso eine Lachnummer, wenn ich diesen Begriff höre. Denn die Vasallen der Bundesrepublik Deutschland, die kommen immer damit, das sind Verschwörungstheoretiker oder das ist dieses oder das. Es wird alles negiert, anstelle zu sagen, ganz konkret Stellung zu nehmen und zu sagen, passt mal auf, aus dem und dem Grunde, aufgrund der und der Rechtsverordnung ist das so und so und so. Nein. Oder Gerichte, wenn ich denen sage, passt auf, aufgrund Bundesgesetzblatt, ihr habt doch ein Eid geleistet, dass ihr auf die Bundesrepublik Deutschland, und da frage ich mich, wenn es ein neues Grundgesetz gibt, die neue Fassung, und ein Richter ist 60 Jahre alt, da sage ich immer zu, Richter, wann hast du eigentlich dein Eid erneuert? Du hast doch auf das alte Grundgesetz geschworen. Dein Richtereid, deutsches Richtergesetz, Paragraph 38, Grundgesetz der für die Bundesrepublik Deutschland. Und warum heißt es denn immer noch für die Bundesrepublik, hast du denn dein Eid erneuert? Für die neue Form oder was? Oder das ist die SDPO, dass die weggefallen ist in ihrer Wirksamkeit, dass sie nichtig geworden ist durch Wegfall der Einführungsgesetze. Da kommen die blöden Aussagen, die dann sagen, naja, Einführungsgesetze, die waren ja nur dazu da, um das einzuführen. Wenn ein Gesetz eingeführt ist, brauchen wir ein Einführungsgesetz nicht mehr. Sag ich, schön. Sag ich, das heißt also, wenn ich irgendwo ein Grundstück erwerbe, was ja sowieso nach alliierten Recht null und nichtig ist, aber das lassen wir mal dahingestellt, und da sage ich, das wird ins Grundbuch eingetragen, dann ist die Eintragung vollzogen, dann bin ich Eigentümer und dann kann ich da die Eintragung verbrennen oder durch einen Reißwolf schicken. Denn die Tatsache, dass ich drin wohne, belegt ja, dass es mir gehört. Oder wie darf ich das verstehen? Das ist unglaublich, gell? Das ist doch perfekter Schwachsinn. Und woher kommt das? Oder wenn die Leute kommen, hier, jeder kann anrufen. Jeder soll anrufen, weil wir die Wahrheit sagen. Ich sage das jetzt ganz provokativ und bewusst. Mich können noch so viele Leute anschreiben und sagen, was sie mit dem Frühwald machen oder sonst was. Ich mache mit Frühwald gar nichts. Wenn der meint, er hätte einen neuen Staat gegründet, soll er das gerne machen. Diesen Schwachsinn machen wir nicht mit und ich bin auch nicht bereit, nach Orky Talk oder sonst wohin zu gehen, wie mir das jemand aus Köln mitteilte, der meint, er hat sich seit 2-3 Monaten mit der Sache beschäftigt und könnte nun für die Stasi-W irgendwas verbreiten. Ich bin nicht bereit, mit Peter Frühwald in einem Sender auf Konfrontation zu gehen, weil ich das als null und nichtig ansehe und wer in der Partei tätig ist und die Leute belogen hat und der behauptet, er hätte einen Staat gegründet, genauso wie eine eigene Abteilung beim Strafgerichtshof in den Haag unterhält, mit dem möchte ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und wer sich dann selbst als kommissarischer
Kanzler oder was weiß ich dieses neuen Staates bezeichnet und mittlerweile als Justizminister und, der hat für mich einen Dachschaden. Entschuldigung, für mich ist das kein normales Verhalten mehr. Und von uns will niemand, von der VSV und auch ich persönlich als Journalist nicht. Ich möchte meiner Ehre treu bleiben, meiner Wahrheitsliebe treu bleiben, meinem Volk, meiner Staatsangehörigkeit gegenüber treu bleiben und auch meinem Nachbarn, meinen Mitmenschen gegenüber. Ich habe es nicht nötig zu lügen, ich habe es nicht nötig, falsche Dinge zu verbreiten und ich bin auch kein Verschwörungstheoretiker und ich bin schon lange kein Nazi, denn wenn wir uns über Nazis unterhalten, dann bitte ich doch manche Richter und Gerichte mal in den Artikel 139 Grundgesetz zu gehen und mal nachzulesen, was es heißt, über den Nationalsozialismus mit Willkürlichkeiten zu arbeiten, und das wäre vielleicht dann mal Sinn und Zweck, eine Strafanzeige beim Staatsschutz zu schreiben, mal gucken, ob die Herrschaften dann auch gegen sich selbst arbeiten. Haha, klasse. Ja, Werner, wir sind jetzt am Ende unseres Teils der heutigen Sendung. Nochmal den Aufruf bitte an alle, wendet euch an die vereinigte-selbstverwaltung.org, ladet euch diese Informationen über die Vollmacht runter. Ihr könnt die dann, wenn ihr das machen wollt, und wir fordern dazu auf, weil es ein toller Weg wäre, hier die Sachen vorwärts zu bringen, wenn alle das machen, das auszufüllen, an die Vereinigten Selbstverwaltungen zu schicken. Die Details sind da alle angegeben. Wäre klasse. Und wir werden dich sicher wieder bald bei uns mal begrüßen dürfen. Werner, ja, also kannst du noch ein letztes Wort sagen? Und dann sind wir in der Pause. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Stunde. Und da will ich das auch ein bisschen versuchen, auch auf Englisch zusammenzufassen. So, Werner, noch ein kurzes Schlusswort. Ja, also ich hoffe, dass es uns heute gelungen ist, einige Dinge zu verdeutlichen, dass das nun wirklich jeder verstanden hat, dass es hier nicht um Eigennutz oder sonst was geht, sondern es heißt jetzt wirklich, dass man zusammenhalten muss und dass vereinigt die Schwachen stark sind. Und nochmal der Appell, Leute, schickt die Vollmachten rein, damit ihr für uns alle, für die gemeinsame Sache den Rücken stärkt. Denn ihr könnt bestimmen als Volk, jeder Einzelne kann bestimmen. Ihr könnt uns jetzt im Moment vertreten, der Stimme nach, mit dem, was wir wollen, nicht als Politiker oder sonst was. Und wir wollen auch keinen Führungsanspruch haben, sondern wir möchten nur den Weg bereiten, damit hier eine vernünftige Übereinkunft getroffen wird mit den Alliierten für das deutsche Volk und damit hier endlich mal Recht und Ordnung Einzug halten. Und wie das deutsche Volk dann entscheidet, wer dann später, was weiß ich, eine Führungsposition übernimmt im Sinne des deutschen Volkes und sauber handelt, das muss das deutsche Volk bestimmen, da halte ich mich raus. Ich hege jedenfalls keinen Anspruch darauf, so etwas innehaben zu wollen. Und ich kann auch nicht ein deutsches Volk vertreten, auch wenn der Anspruch immer mehr an mich gerichtet wird. Ich muss sagen, mich ehrt das irgendwo, aber ich habe keine Ambitionen dazu. Okay, danke dir, Werner. Hier ist der Detlef von Wake News Radio, United We Win Radiomarathon. Wir gehen in eine kurze Unterbrechung. Wir sehen uns dann gleich wieder in der dritten Stunde. Bis gleich. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network.